So, und jetzt seht ihr das Spielfeld hier im Layout und mich auch. Yay. Mir wächst ein Haus aus der Schulter, aber gibt Schlimmeres. Also was medizinische Kuriositäten angeht. Und vollkommen durch Zufall seid ihr schon an der richtigen Stelle, wo jeweils euer Name steht. Das war vorher nicht so abzusehen, aber ihr seid in exakt der richtigen Reihenfolge hier in den Chat reingekommen. Oder vielleicht habe ich vorhergesehen, dass Franz der Erste sein wird. Was soll das denn heißen? Letzte. Aber ich wollte gerade sagen, wenn ich versucht hätte, das realistisch einzuschätzen, Uli, tut mir leid, dann wärst du. Du bist der Letzte. Meine Letzte. Du, ich habe alles richtig eingeschätzt. Mir wurde gesagt 20 Uhr und ich war um 3 Minuten vor 8 da. Also ich fühle mich jetzt ein bisschen gedisst gerade. Ja, nein, wir dissen hier keine Ulis. Also zumindest nicht, wenn wir keinen Grund haben. Der wird vielleicht noch kommen, das werden wir sehen. Gut, teilt mir doch mal mit, welche Charaktere ihr euch rausgesucht habt, mir und der Welt dort draußen, und mit welchen Namen ihr sie versehen wollt. Franz, wer wirst du sein? Ich bin der zwergische Entdecker aus Yoria und nenne mich Nomidon Semydis. Nomidon Semydis. Nomi und Don. Und seine Freundin Nomi, ja? Freunde nennen mich Don, habe ich gedacht. Aber das könnte ich auch Nomi nennen. Kannst du einschreiben, Franz? Dann muss ich mir das nicht notieren. Ja, das ist schlau. Ja. Ne? Gut. Dann haben wir also den zwergischen Entdecker. Den lege ich hier mal hin, damit ich auch einen Überblick habe, was dein Charakter grob kann. Ja. Und was ich bei dir sinnvollig abfragen kann. Sinnvollig. Der Tag war schon lang für mich, falls ihr es nicht gemerkt habt. Sinnvoll abfragen kann. Und den Franz übrigens, den, wann haben wir den Franz das letzte Mal hier gehabt? Ist gar nicht so lange her. Bei Star Trek, oder? Bei Star Trek, ja. Mhm. Franz war einer von unseren Star-Gästen bei Star Trek. Der Uli übrigens auch, insofern. Aber Franz hat den Piloten gespielt von unserer USS Hawking. Den immer sehr, sehr gut gelaunten und jugendlich frischen, katzenohrigen Amati. Gut, Uli, wen hast du dir rausgesucht? Ja, ich spiele Cedirion von Falkenberg, einen menschlichen Krieger, der das Herz am rechten Fleck hat und für die Armen und Schwachen eintreten möchte. Oh, du bist so ein guter Mensch. Eigentlich hat er als Kind zu viele Sagen und Legenden und Heldengeschichten gehört und er möchte jetzt selbst halt sowas sein. Ich verstehe. Und dementsprechend, du kannst kämpfen, du hast ein Schild, du hast ein überzeugendes Lächeln, du kannst mit Menschen reden und mit allen anderen Lebewesen. Und ich habe diverse Geschichten gehört. Das hilft uns bestimmt irgendwann. Und ist halt der Coverboy von Splittermond auch. Ne? Das stimmt. Cedirion ist der Coverboy. Solange er nicht auch der Starschnitt ist. Der Starschnitt. Obwohl der Uli Lindner Starschnitt würde schon öfters gefragt, wann es den endlich gibt. Müssen wir ja mal schauen. Übrigens, der Chat freut sich gerade, euch alle wiederzusehehen. Eine klassische Splittermond-Besetzung im Grunde. Ich hatte ja sogar gehofft, dass wir teilweise unsere alten Charaktere wieder spielen. Ja, aber ich war bisher immer Spielerin. Ich weiß, ich jetzt, war dabei. Ja, und außerdem ist das ja jetzt die neue Box. Das ist ja quasi ein Reset. Da drehen wir alles nochmal zurück. Also kein Varek heute bei Uli im Spiel. Nicole, wen spielst du? Ich spiele eine Darkhatsmyra-Magierin. Wenn ich mir einen eigenen Namen ausdenken soll, dann habe ich noch keinen. Ich habe den E-Mails ausgedruckt. Aber ich kann die ganz leicht in Grau lesen, dass sie oder er Nene heißen soll. Ja. Wenn wir bei Nene einfach Nene oder Nana. Was sie lassen. Nene ist auch Nachnamen. Geschlechtsneutral. Nene, ne? Geht. Nene. Nehmen wir Nene. Einfach nur Nena. Oder Nena. Nena geht auch. Genau. Magierin. Entsprechend gut in Heilung, Wassermagie und Windmagie. Stellen wir uns also ein bisschen vor wie eine Hermine. Ziemlich schwach, wie ich feststellen musste. Ich habe ein bisschen Angst vor heute. Also ich werde wahrscheinlich mich häufig hinter Cedirions Schild aufhalten. Wir werden sehen, wie gut das für euch läuft. Ich habe dieses Abenteuer nicht geschrieben, die meisten Abenteuer, die ich leite als Brandschwarz, habe ich selber geschrieben, aber das ist jetzt natürlich hier aus dem Buch, wenn auch mit ein bisschen Einkürzungen. Schauen wir mal, ob drei von den Starterhelden es da auch durchschaffen oder ob es am Ende ein trauriges Ausgehen gibt für euch. Mhm. Aber
Wir spielen also mit diesen drei Figuren. Ich glaube, zu Nene sollte man auch sagen, dass sie zumindest vorgesehen ist als Gnomin. Ich schätze mal, ja, da bleiben wir auch, wenn sie aus Darkhaar zu mir kommt. Hat Nicole, glaube ich, noch nie was anderes als Gnome gespielt. Ich habe mir diesen Charakter nicht ausgesucht. Ich dachte auch, dass wir vielleicht mit den Alten weiterspielen und habe dann heute Mittag irgendwann von Nico erfahren, dass wir Archetypen spielen und den zugewiesen bekommen. Wir wollen die Zuschauer nicht so sehr verwirren. Wenn wir schon andere Charaktere spielen, dann wenigstens dieselben Rassen mehr. Ja. Bei Nicole zumindest. Nicole würde eigentlich so gerne meinen Wagen spielen. Ja. Aber eigentlich spiele ich immer dasselbe, das ist richtig. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nichts stehle. Die haben auch nur andere Namen, aber sind eigentlich alle derselbe Charakter. Der ewige Gnom. Oh. Wird immer wieder geboren in neuen epischen Geschichten. Ja. Im ewigen Kampf gegen die Ordnung, weil offensichtlich ist die diebische Gnomenperson ein Agent des Chaos. Sehr gut. Wir spielen, wie gesagt, den Rattenfänger von Drinfurt und wir steigen ein zu einem Punkt, wo wir davon ausgehen, dass eure Charaktere sich schon kennen und gemeinsam einen Auftrag bekommen haben. Und zwar seid ihr von Melinde von Kamensfels, der Markgräfin, der Arvinger Mark, also nicht von ihr persönlich, aber von jemandem in ihrem Auftrag, habt ihr eine Queste bekommen, beziehungsweise seid ihr gebeten worden, im Austausch gegen Geld, Ruhm und natürlich im Fall von Sederion und der Möglichkeit, Unschuldigen zu helfen, nach Drinfurt zu reisen, weil die dortige Herrscherin Carina von Drinfurt gerade Leute sucht, die von außerhalb kommen und ein frisches Auge auf Vorgänge in ihrer Stadt haben. Ihr wisst bislang nur, es gehen dort seltsame Dinge vor sich, Leute verschwinden, es gibt vermehrt Diebstähle und es greift ein Chaos in der Stadt um sich und sie sucht Leute, die von außerhalb kommen, die ihr dort zur Hand gehen können, weil auch eine gewisse Angst vorherrscht, dass vielleicht die Leute in der Garde arbeiten dort, vielleicht in irgendeiner Form vorbelastet sind. Und dementsprechend wurden Helden gesucht und gefunden hat man euch. Ihr könnt euch vorstellen, dass es eine klassische Anwerbeszene gab, wo man euch, weil ihr so fähig aussieht, angesprochen hat in einer Taverne und euch diesen Auftrag gegeben hat. Und ihr kommt dementsprechend, wenn wir einsteigen in das Abenteuer, gerade erst in Drinfurt an. Aber ihr könnt ja vielleicht ein bisschen kurz drüber reden, wie sind eure Charaktere so drauf? Was haben sie während der Reise gemacht? Worauf haben sie geachtet? Das war eine relativ ereignislose Sache, aber worüber redet ihr so, wenn ihr unterwegs seid? Was sind eure Angewohnheiten oder eure ungewöhnlichen Eigenschaften, die den anderen Leuten aufgefallen sein dürften, die mit euch reisen? Wie ist Numidon zum Beispiel so drauf? Numidon ist sehr jung und enthusiastisch, also für den Zwerg sehr jung und also so Anfang 60 und sehr enthusiastisch und weil er jetzt zum ersten Mal noch aus Yoria raus ist, eigentlich immer in der Seilerei seiner Eltern gearbeitet hat und aber schon immer auf Abenteuer ziehen wollte und dann ist er ins Jorische Hochgebirge geklettert und solche Sachen gemacht, aber irgendwann kam er raus aus Yoria und ist jetzt in der Arvinger Mark, weil er gehört hat, da kann man sein Glück machen und da kann man Sachen entdecken und da gibt es so viele alte Trachtlingsruinen und überhaupt spannendes Zeug, was man da entdecken kann. Und er stürzt sich eigentlich immer kopfüber in Sachen rein und ist sehr schnell begeisterungsfähig von allem. Ja, und bringt sich damit mehr in Schwierigkeiten, würde ich sagen, vermutlich. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendetwas Ungewöhnliches am Wegesrand ist, ist nur wieder ein Ah! Was ist dies? Oh, was ist das? Das ist kein gewöhnliches Eichhörnchen, oder? Das ist ein Feenhörnchen. Wo gibt es denn sowas? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, genau, so etwa. Also zahlreiche belästigte kleinere Tiere. Später nähert ihr euch langsam Drinfurt. Ja. Auch so einen großen Beutel, wo er schon so Scherben eingesammelt hat und alle Dinge, die er für irgendwie Altertumsgüter hält, aber die wahrscheinlich vor jemandem runtergefallen sind. Die wahrscheinlich Müll sind. Aber ist aber ein Eichhörnchen drin, oder? Ja. Hin und wieder raschelt es möglicherweise in diesem Beutel leise. Das gibt so ein Keckern, was daraus erklingt. Wie reagiert Sederion denn auf die Umtriebe des zwergischen Abenteurers? Ja, er lässt sich durchaus auch mal von dieser Begeisterung anstecken. Er ist ja auch auf Heldentaten aus. Wenn er ein Eichhörnchen sieht, ich meine, er ist hier aufgewachsen, er weiß schon, was ein Eichhörnchen ist. Aber grundsätzlich findet er das sehr sympathisch, weil er ist auch jemand, der sich einen Namen machen möchte, der auch ständig irgendwie davon fabuliert, was dann jetzt im Auftrag der Markgräfin, da werden wir bestimmt Heldentaten vollbringen
Und immer wieder irgendwie Geschichten erzählt von dem großen Krieger Gregorion oder anderen, deren Fußstapfen er folgen wird. Ihn erinnert immer alles an irgendwelche Geschichten. Mm. Der Kampf gegen das Eichhörnchen erinnert mich an. Nee, das ist ein Eichhörnchen, sorry. Okay, fast alles erinnert dich an irgendwelche heroischen Geschichten, sodass es zumindest vage einen heroischen Ansatz bietet. Das heißt, wahrscheinlich sind die anderen nach dieser Reise eine ganze Menge an Heldengeschichten und große Sagas reicher, wenn sie sich denn merken wollen. Wie verhält sich Nene so und wie ist sie drauf, Nicole? Nene kommt halt eher mehr so aus dem akademischen Elfenbeinturm in diesem Trio. Ist entsprechend natürlich auch sehr, sehr neugierig, aber vielleicht nicht unbedingt ganz so super bewandert in der Wildnis, auch wenn sie magisch den natürlichen Elementen durchaus verbunden ist, ist dank ihrer Wasserzauberei auch die einzige in dem Trio, die nicht stinkt, wie ein Schwein. Okay. Entsprechend ist sie aber auch wahnsinnig wissbegierig und hört auch selten auf zu reden und über ihre neuesten Erkenntnisse zu philosophieren. Diese kleine Truppe mit einem Beutel voll mit Scherben, den Kopf voll mit Mythen und Legenden und mit vielen Beobachtungen und möglicherweise einem Eichhörnchen irgendwo im Gepäck nähert sich dann 3 Tage später, nachdem ihr aufgebrochen seid, aus Arvingen, Drinfurt. Die Reise war wenig beschwerlich, da ihr euch auf einer der am besten ausgebauten Straßen der Region bewegt, die ihr einmal durch die Arvinger Mark von Osten nach Westen führt. Und als ihr euch nähert, ist zunächst einmal auffällig, dass diese Stadt auf der euch zugewandten Uferseite eines Flusses liegt, der sicherlich auch deutlich dazu beigetragen hat, dass sie hier florieren konnte. Ihr seht eine Burganlage, die sich auf der anderen Seite der Stadt von euch aus gesehen etwas über die ganze Anlage erhebt. Unterschiedlich große Viertel, die sich umeinander drängen, und darüber liegt eine Glocke aus Lärm, die sich euch leise entgegenbewegt und euch drüber schwappt, als ihr euch nähert, und eine Glocke aus Gestank. Jetzt ist es so, dass viele Städte nicht gerade nach Rosen riechen, weil viele verschiedene Leute dort zusammenkommen, nicht alle davon den allerhöchsten Grad an persönlicher Hygiene mitbringen und das auch nicht immer die Kanalisation so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber Drinfurt riecht gerade schon ziemlich streng für euch, als ihr euch nähert und steigt in die Nasen. Ihr seid gerade froh, dass ihr keine Warge seid oder anderweitig mit ausgesprochen guten Sinnen ausgestattet. Aber auch so würde es euch also die Vorstellung, sind vielleicht irgendwie ein bisschen Minze oder ein Pomander sich unter die Nase zu halten, erscheint euch gerade ziemlich angenehm. Nomidon hält sich durchaus die Nase zu, denn er ist zwar kein Wag, aber durch verschiedene Boni hat er +5 auf Wahrnehmung. Ich glaube, den wird das ziemlich fies in der Nase kitzeln. Ja, ich glaube, die steigt auch so ein bisschen Wasser in die Augen. Und vielleicht so eine Klammer hat er jetzt erstmal drauf. Ja, eine kleine Holzklammer, die ihm auf die Nase geklemmt ist. Das klingt ja ganz gotzerbärmlich. Das ist ja schlimmer als in Joria oder in Samuzia, wenn der Fischkutter ausgeladen wird. Ist das hier immer so, Cederion? Ihr kennt euch doch hier aus, ihr seid doch von hier. Ich aus Drinfurt. Selenia ist auch groß. Aber nein, ich finde es auch ziemlich bestialisch. Aber ich meine, die große Kriegerin Samira, die musste damals auch, als sie den Basilisken besiegt hat, seinem Gestank trotzen. Warum sollten wir das nicht auch schaffen? Na gut. Aber ihr glaubt nicht, dass ein Basilisk in der Stadt ist, oder? Der Lärm klingt nicht nach Schmerzensschreien, von daher denke ich, sind wir da erstmal auf der sicheren Seite. Und es riecht auch weniger nach Basilisk. Gut, ich weiß nicht, ob Numidon schon mal Basilisk gerochen hat, aber es riecht für dich eher nach Müll, der gammelt, und Dreck, der nicht weggeräumt wurde, als nach irgendeiner tödlichen Kreatur. Also riecht nach der Unterstadt von Joria. Ja, als habe man sie destilliert und dann noch ein wenig reifen lassen in der Sonne. Ungefähr so riecht es. Oder als wäre jemand gerade dabei, Fischpaste herzustellen, und habe alle Fässer aufgemacht davon. Warum sind wir noch mal hier? Wegen der Markgräfin. Vielleicht überlegen wir das noch mal. Nein, sie wird ihre Gründe haben. Sie wird uns nicht in dieses Stinkloch stecken, ohne dass dort irgendwas Wichtiges getan werden muss. Was sollten wir noch mal tun? Z-
zunächst einmal dorthin kommen und dann wurde euch gesagt, es wird euch schon dann jemand finden und zu der Baronin oder einer Person, die für sie arbeitet, bringen. Und als ihr nähert euch ja von Osten und das heißt, dass dort der Zugang der Stadt zunächst einmal über den Markt führt, der eher locker bebaut ist, was aber nicht heißt, dass er wenig zugestellt wäre, denn zwischen den wenigen festen Bauten befinden sich natürlich zahlreiche Buden, die frisch zusammengebrettert sind und offensichtlich regelmäßig umgestellt werden, Zelte und dergleichen. Improvisierte Bühnen, auf denen Schausteller verschiedenste Sachen vorturnen, spielen, vortragen und dergleichen. Und dort beim Eingang in die Stadt hockt ein junger Elf, zusammengekauert mit einer grünen Tunika, die das Kinn auf eine Faust gestützt hat und mit der anderen kleine Steinchen vor sich auf den Boden schnippt und immer wieder hochschaut zu den Leuten, die vorbeikommen. Und er schaut hoch, er guckt runter, er seufzt, er schaut wieder hoch. Er sieht euch, wird aufmerksam auf die Gruppe, scheint so ein bisschen durchzugehen. Ein Mensch mit diesem Wappen auf dem Schild, eine Gnomen, ein Zwerg, der aussieht, als käme er aus Eyuria und springt auf und kommt euch entgegen. Und verneigt sich leicht mit einer fliegenden blonden Mähne. Einen guten Tag wünsche ich. Ich bin Nanis und ihr seid Cederion? Wir sind da, genau. Sehr richtig, Cederion von Falkenberg, zu euren Diensten. Cederion von Falkenberg, es ist mir eine große Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Ich wurde von der Baronin gesandt und soll euch unauffällig, schaut sich um, stellt fest, dass diese Aufgabe schon gescheitert ist, weil mehrere Leute auf die kleine Unterhaltung zwischen euch aufmerksam geworden sind. Und ich soll euch hier zur Burg bringen. Geht vor, ihr kennt den Weg, bin ich. Ja, selbstverständlich. Ich bin Hennis übrigens. Es ist mir eine Ehre. Warum stinkt denn hier so? Das liegt daran, dass der Müll nicht mehr weggebracht wird, Herr. Numidon war der Name. Er schaut auf seine Hand, wo er darauf etwas notiert hat. Numidon, richtig? Ja, ihr könnt mich auch Don nennen. Oh, das wäre mir sehr angenehm. Wie gesagt, Hennis. Und Nene. Ja, wir haben euch schon erwartet. Kommt mit, wir müssen einmal über den Markt und durch die ganze Stadt durch. Wie ihr sehen könnt, die Burg ist auf der anderen Seite und dort wird man euch empfangen. Und warum wird der Müll nicht mehr weggeräumt? Das ist eine sehr gute Frage und ich weiß nur, dass es nicht mehr passiert und dass es wohl mit den Rattlingen in der Stadt zusammenhängt. Mhm. Also Müll hat ja oft mit den Rattlingen zu tun. Also ich will hier niemanden schlecht reden. Die Rattlinge haben die meiste Zeit diese Arbeit erledigt, weil ich weiß nicht, sie scheinen da keinen so einen Ekel davor zu haben, wie die meisten Menschen im Dreck zu fühlen. Und offensichtlich hat man sich da gedacht, dann können sie auch diese Arbeit machen. Aber was habe ich dafür eine Ahnung von? Ich bin hier nur der Laufbursche. Hier entlang. Schiebt sich durch eine ganze Reihe Stände, die auch offensichtlich versuchen, trotz der Gestanksbelästigung weiterhin so viel Geschäft zu machen wie möglich. Und ihr seht, dass einige Stände auch umgeschwenkt sind und tatsächlich kleine Anhänger mit Parfümfläschchen, Pomanda und Minzöle, die man sich auf Tücher streichen kann und dergleichen anbieten. Und viele Leute tragen auch tatsächlich irgendetwas in der Form um sich, bis auf diejenigen, die offensichtlich gänzlich abgestumpft sind. Ihr seht ein paar Warge, die sehr, sehr leidend schauen. Und auch häufig irgendwas sich um die Schnauzen gebunden haben und mit flackernden Ohren durch die Menge schreiten, offensichtlich ziemlich gereizt darüber, dass sie hier so belästigt werden. Und während ihr euch da durchbewegt und aus allen Richtungen eine Kakophonie von Leuten, die euch verschiedene Dinge verkaufen wollen oder euch dafür begeistern wollen, irgendwo unterzukommen oder an irgendetwas teilzunehmen oder in irgendwelche Veranstaltungen zu gehen, euch da durchbewegt, kommt ihr unter anderem auch über einen Platz, wo eine von den vielen Bühnen aufgebaut ist, die hier für verschiedenste fahrende Schausteller zur Verfügung stehen und wo gerade mehrere Leute auf die Bühne gehen und eine Person davon in einem knallbunten Kostüm angetan und die andere offensichtlich erzählend mit einer Laute umgeschlungen, eine Frau, die in die Seiten greift und mit einem Akkord anfängt. Lasst euch erzählen die Sage vom Rattenfänger von Drinfurt. Und es war einst. Hennis? Hennis bleibt stehen. Ja, was? Haben wir noch kurz Zeit? Ich würde mir das gerne anhören. Ich kenne die Geschichte gar nicht. Ich kenne die Geschichte vom Rattenfänger nicht? Oh ja, ich denke, ich meine, wir hatten keine feste Uhrzeit, Tageszeit, an der wir wissen, dass ihr vorbeikommt. Ich saß da gestern schon am Tor. Ich denke, kleine Verspätung macht auch nichts aus. Also das heißt, ihr bleibt stehen bei der Bühne? Ich würde das auch nicht hören, klar. Mhm. Jemand kommt vorbei und bietet direkt Nene und Numidon kleine Tritte an, falls sie höher stehen wollen, um über die Menge hinwegzuschauen.
wechseln für ein kleines Handgeld. Für einen Moment in eure Nutzung. Und die Bardin auf der Bühne schaut sich um, dass tatsächlich gerade die Menge etwas größer wird und sagt, die Sage vom Rattenfänger von Drinfurt. Vor langer Zeit, da gab es einen Herrscher in Drinfurt, der eine Abmachung getroffen hatte mit einer Fee. Und wie Feen sind, so verlangte sie einen Preis, seine Erstgeborene. Sie schlägt mehrere dramatische Akkorde an und man sieht andere Darsteller, einer davon mit einer Pappkrone, der leise das Haupt neigt und mit einer Frau verhandelt, die wiederum mit kleinen Blättchen beklebt ist und offensichtlich eine Fee darstellen soll und mit Glitzerstaub versehen. Und die Fee verlangte sein erstgeborenes Kind. Er schlug ein. Die beiden schütteln dramatisch auf der Bühne die Hände. Ehre macht tatsächlich auch. Und es, ja, genau, um dich herum kommen auch Rufe aus der Menge. Buh, das kann doch nicht wahr sein. Das weiß doch jeder besser, dass man mit Feen sowas nicht eingeht. Idiot, sagt jemand neben Cederion, so vertraut, so wie beste Kumpel. So, das kann man nicht glauben, dass der sowas macht. Und die Fee hörte seinen ersten Wunsch und er war Reichtum für die Stadt. Und so ließ sie Mondsteine herabregnen, Splitter stürzten vom Himmel. Und all seine Soldaten, sie sammelten die Steine. Es werden Glassteinchen auf der Bühne aufgehoben und bewundert vom König. Und so begründete sich der Reichtum von Drinfurt. Aber dann versagte der König der Fee den Preis. Er besann sich darauf, dass sein Kind ihm doch wichtiger sei. Aber die Fee hatte ihm schon Reichtum gegeben. Und nun erschien sie wieder, die Schauspielerin, jetzt frisch, offensichtlich sehr, sehr schnell hinter einem Vorhang schwarz geschminkt, damit sie wütend schauen kann und mit rot umrandeten Augen, die ihm drohend mit Krallen aus Pappmaché irgendwie sich über ihn neigt. Und die Fee drohte ihm und klagte ihm, aber der König war nicht zu erweichen. Und so besann sie sich auf einen geheimen Trick. Und dann, die Bardin zeigt zu dem Narren in einem albernen Kostüm, der jetzt mit der Flöte auf die Bühne gehüpft kommt und übertrieben mit Schellen an seinen Schuhen hin und her tappt, schickte sie den Flötenspieler. Und erst spielte er eine Musik. Der Flötenspieler fängt an, eine kleine Melodie zu spielen. Und alle Ratten folgten ihm zum Drin und ertranken. Und was glaubt ihr, was dann geschah, mein liebes Publikum? Glaubt ihr, dass der König klein beigab in dem Moment? Es weit aus rings um euch kommen, nee, nein, ich glaube nicht, ja. Er war ein Idiot. Und dann kommt eine sehr laute Stimme, die sagt, ich finde es unverschämt. Eure Stadt versinkt in der Jauche, im Dreck und in der Seuche. Und ihr macht hier irgendwelchen Unsinn und führt diese frivolen Spielereien auf. Unglaublich. Ich drehe mich zu Numidon und nähe drum. Meint ihr, das gehört zum Stück dazu? Numidon ist schon von dem kleinen Schemel wieder runtergeschlichen. Er hat ein bisschen den Faden verloren. Es hat ihn noch nicht gefesselt. Deswegen hat er sich an so einem Souvenirstand einen Dolch gekauft. Ja, der guckt sich jetzt so um. So, keine Ahnung. Es wird dir versichert, dass dieser Dolch auf jeden Fall antik ist und aus der Zeit der Gründung der Stadt stammt und ein ganz seltenes Stück ist, während das Tuch über eine Reihe von identischen Dolchen gezogen wird. Da ist ein kleines Wappen der Stadt drauf. Man kann die wohl sammeln. Ein Darst. So heißen die Dolche in der Arwinger Mark. Mm. Franz ist ein Fachmensch. Ich nicht. Ich leite hier nur. Sorry. Nein, gerne. Ich gebe gerne zu, dass ich nicht annähernd so tief in Splittermond drin bin wie du. Gut, die Person, die laut jetzt gerade die Vorführung unterbrochen hat und wo sich Cederion und Nene gerade fragen, ob das dazugehört, während Numidon von seinem Dolchkauf abgelenkt wird, ist ein hochgewachsener menschlicher Mann in einem violetten, bestickten Wams angetan, mit Augenbrauen, die permanent in der Mitte zusammengezogen zu sein scheinen, sodass es mehrere steile Falten gibt, die sich in seine Stirn eingegraben haben und mit einem sauber geschnittenen Bart. Aber im Gegensatz zu den Kleidungen der Schausteller, die in erster Linie mit billigen Pärchen, Farbe und Pappmaché darauf gebürstet wurden, auszusehen, als sei man in irgendeiner Form reich, adelig oder nobel, scheint diese Person tatsächlich über Geld zu verfügen oder zumindest über dieses in ihre Ausrüstung und in ihr Aussehen investiert zu haben. Und es beginnt ein handfester Streit vor euch an der Bühne, wo dieser Mann, der begleitet wird von zwei Bewaffneten, die etwas unruhig schauen, ob des plötzlichen,
der plötzlichen Wut, die ihr Auftraggeber hat, der Bardin, die auf der Bühne steht und sagt, gerade in dieser Zeit brauchen die Leute Zerstreuung, oder nicht? Nicht? Gibt mir hier jemand recht? Und ihr würde seht, mich mal nach vorne in die Menge, sodass ich in der Nähe der Bühne bin, falls irgendwas noch passiert, bewegen. Und ich deute Nene zumindest, wenn... Nene weicht nicht von Silirians Seite, zwischen all den Leuten, die so viel größer sind. Nobidon habt ihr irgendwie aus den Augen verloren? Ihr seid euch gerade nicht sicher, wo der ist. Der ist ein Entdecker, der wird uns finden. Ich habe meine Gruppe schon wieder entdeckt. Aha. Jedes Mal wieder. Und es ist jetzt inzwischen so, dass tatsächlich sich in der Menge ein paar Leute tatsächlich, das war ein Scheißstück und eure Aufführung ist nicht gut und außerdem die letzte Truppe, die hier war und wir haben tatsächlich was anderes zu tun. Statt hier irgendwie um Kupfer zu betteln und eure Lunare einzustreichen, könntet ihr hier auch mal aufräumen. Weil wissen die Götter, dass es wirklich dringend ist und alle eure faulen Hände von euch Musikern und Künstlern, die könnte man doch tatsächlich mal irgendwie hier in eine sinnvolle Arbeit bringen. Ich würde mich mal zu einem von den Umhin sagen. Was machst du eigentlich gerade außer rumstehen? Ich bin auf... Er guckt sich etwas ertappt um. Ich arbeite. Ich bin... ich bin auf einem... Ja, ich kaufe für meinen Herrn etwas ein. Legt er sich dann fest. Die Stände sind da drüben. Das ist korrekt. Die ganze Gruppe wirkt jetzt ein wenig verunsichert. Ich komme noch zu mir, heutzutage ist jeder ein Kritiker. Von der Bühne kommen auch ein, zwei dankbare Blicker, als der Ritter sich dabei einmischt. Der Adelige oder was auch immer er ist, oder zumindest die reiche Person vorne, dreht sich jetzt auch tatsächlich zu Cederion um, zieht einen von seinen ansonsten eher in die Mitte des stirngewanderten Augenbrauen hoch. Und wer seid ihr? Cederion von Falkenberg, aus dem Hause Falkenberg. Sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Und ich blicke ihn so mit diesem auffordernden Blick an, dass er sich jetzt vorstellen muss, um diese ganze Situation ein bisschen zu diffusen. Dorian von Drinfurt. Und ich kann nicht behaupten, dass es ein Vergnügen auf meiner Seite wäre. Wenn ihr von Falkenberg nicht von hier seid, dann habt ihr vermutlich auch keine Basis, euch hier einzumischen. Oh, ich mische mich nicht ein. Machte das den Eindruck, Herr von Drinfurt? Ja, den Eindruck hatte ich. Nein, ich wollte nur etwas näher kommen, um sicherzugehen, dass hier niemandem etwas zustößt. Ja, und was wollt ihr den Leuten hier sagen darüber, dass es eine Unstimmigkeit gibt dazu, ob man nicht vielleicht sich zusammenschließen und in dieser Stadt wieder für Ordnung sorgen sollte oder stattdessen einfach weitermachen wie bisher und alles hier vergammeln und verfaulen zu lassen? Hm? Ich habe die Stadt vor ungefähr einer Viertelstunde betreten, edler Herr von Drinfurt. Ich hörte, dass diese Stadt eine ehrenwerte Stadt ist, in der... die Bewohner die Regeln des Anstands kennen. Dementsprechend schiebe ich es auf euren sicherlich sehr berechtigten Zorn über die Lage der Stadt, dass ihr mich so behandelt. Aber ich habe euch und eurer Familie nichts Arges getan. Und ich habe dies auch nicht vor. Wir sind im Auftrag der Markgräfin hier. Außerdem ist Cederion ein Schwertrichter, der darf sich einmischen, sagt Nomidon, der hat sich mittlerweile wieder davor gearbeitet. Falls ihr glaubt, dass es meine Nase erfreut, wie es in dieser Stadt riecht, dann kann ich euch versichern, dass dies nicht der Fall ist. Und ich wollte es nicht unserem Auftrage von der Markgräfin zuwiderlaufen, werden wir sicherlich versuchen zu tun, was wir können, um wieder für Ordnung zu sorgen. Aber erzählt uns doch erst einmal, worum es hier geht. Ich hätte von dir jetzt gerne die erste Probe des heutigen Tages. Und Cederion legt mir eine Probe auf Redegewandtheit ab. Ja. Darin sollte er relativ gut sein. Cederion ist ja ein sehr offener Mensch, der gerne mit Leuten interagiert. Für alle da draußen, die noch nie Splittermond gespielt haben, das hier ist ja auch eine Vorstellung der Einsteigerbox und wie das alles funktioniert, das sind etwas vereinfachte Regeln, aber die Grundmechanismen sind die gleichen, auch bei den vollständigen Regeln. Uli würfelt jetzt 2W10 oder, wenn er aufs Ganze gehen will, unbedingt 4W10. Aber ich schätze, bei einer Redegewandtheitsprobe und dem ersten Wurf ist es nicht zwingend nötig, das herauszureizen. Und addiert dann darauf seinen Wert, den er in der Fertigkeit Redegewandtheit hat und der beiden Attribute, die dazugehören. Redegewandtheit geht, lass mich einen kurzen Blick werfen, aber das ist ja auf jedem von den Charakterbögen direkt dabei vermerkt, auf Willenskraft und auf Ausstrahlung.
Würfeln wir hier mit echten Würfeln? Das ja, ihr würfelt hier mit echten Würfeln. Das habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Das ist total toll. Allerdings, Mayri, ich würde tatsächlich gerne, da ich die Meisterschaft Rede mit mir in Empathie besitze, dass ich solche gut einschätzen kann, erst auf Empathie würfeln, um zu gucken, ob ich einen Bonus auf meine Redewandheit kriege. Gut, da sind wir schon bei Meisterschaften. Soll ich deine Würfel machen? Nico kann gerne für mich würfeln, wenn er das möchte. Ich reiche ihm mal meine Würfel rüber. Dann ist damit auch alles jeweils bewiesen vor der Kamera und ich kann nicht mogeln. Muhaha. So. Kann ich eigentlich, auch wenn ich es nicht komplizierter machen will, mit Redegewandtheit unterstützen, also ihm quasi soufflieren? Das kannst du natürlich. Dann haben wir jetzt gleich drei Dinge, die passieren und wir haben direkt eine sehr gründliche Regeleinführung. Meisterschaften sind etwas, das man für seine einzelnen Fertigkeiten freischalten kann, beziehungsweise wenn man kämpft. Es gibt auch ein paar allgemeine Kampfmeisterschaften, die man für verschiedene Kampftechniken erwerben kann. Aber in der Regel ist es so, dass man einen bestimmten Schwellenwert erreicht in seiner Fertigkeit. Ich glaube, einmal bei 3, einmal bei 6 kann man neue Meisterschaften sich raussuchen. Und Sederion, als jemand, der gut mit Leuten reden kann, hat beziehungsweise hat bei Empathie jetzt eine Meisterschaft, wo er die Leute einschätzen kann und sich damit einen Bonus holen für Redegewandtheit. Das heißt, dann leg doch erstmal eine Probe auf Empathie ab und schauen, wie das funktioniert. Und danach kriegst du dann noch Unterstützung von Nene. Genau, also Empathie habe ich 18. Das heißt, wenn er einen geistigen Widerstand von 18 oder niedriger hat, dann hätte ich es geschafft. Mhm. Sekunde. Nein, das ist leider nicht gelungen. Du hast deinen geistigen Widerstand nicht knacken können damit. Alles klar, aber ich bin adelig. Das gibt mir natürlich einen Bonus auf die Redegewandtheit gegen ihn. Mhm. Und ich bin attraktiv. Ich weiß nicht, ob mir das in diesem Fall hilft. Nein, das hilft dir gegen ihm gegenüber nicht. Er steht offensichtlich nicht auf deinen Typ. Ja, aber also, ich bin ein schmucker junger Mann und Und Schwiegersohn-Bonus oder so. Der Schwiegersohn-Bonus. Wir werden schauen, ob es noch Leute gibt, für die das wichtig wird. Gut. Nene möchte dich unterstützen, indem sie neben dir steht und vielleicht auch das ein oder andere Wort einfallen lässt. Und das heißt, dass Nicole eine Probe ablegt, die um 5 erleichtert ist. Und wenn sie das schafft, dann gibt es nochmal eine Erleichterung für Cederion. Das heißt, Nicole legt eine Redegewandtheitprobe ab und muss eine 15 schaffen. Und Nicole hat insgesamt, hat 7 gewürfelt, hat eine Redegewandtheit von 11 und hat damit 18. Und damit ist die Probe geschafft und das heißt, Cederion kriegt jetzt eine ganze Reihe von Erleichterungen. Also ich krieg plus 2 vom Adling, ich krieg plus 2 von Nicole, richtig? Ja. Gut, dann habe ich plus 4, ich habe einen Wert von 10. Und ich habe eine 11 gewürfelt, also sind wir bei 25. 25. Du schaffst es tatsächlich, eine beruhigende Aura auszustrahlen und die mit deinen Worten zu unterstreichen. Und dadurch, dass du sagst, wir sind jetzt hier, wir werden uns kümmern, es ist doch gar nicht so schlimm, wir sind hier neue Leute in der Stadt, Leute haben durchaus vor, euch zu helfen. Und warum soll man sich eigentlich hier so viel aufregen? Deine Worte fließen sanft wie Milch in die Menge hinein. Und du siehst, wie die Überzeugung, die einigen Leuten in den Augen stand, jetzt langsam leichter Verwirrung weicht und die Gruppe unter so einem etwas peinlich berührten Murmeln anfängt, sich aufzulösen. Ja, ich meine, im Endeffekt, eigentlich sollten wir haben ja auch Dinge zu erledigen und da wird sich schon jemand drum kümmern. Und außerdem, ich kann gar nicht glauben, dass ich vorhatte, die Leute zu verprügeln. Das ist komisch. So Stück für Stück bricht diese Gruppe auseinander und ihr könnt jetzt Numidon ausmachen, der auf der anderen Seite steht mit dem Dolch in der Hand und der ganz szenisch zuschaut. So, Ja. Dorian von Drinfurt schaut sich um zu den Leuten, die ihm hinter ihm auseinanderbrechen regelrecht. Schaut dann zu euch zwei, seine Augen werden schmal. Dann werden wir ja sehen, was ihr im Auftrag der Markgräfin hier noch so verrichten könnt. Habt noch einen schönen Tag. Das wünsche ich auch, euch auch, edler Herr von Drinfurt. Kommt, er winkt seinen zwei wortlos folgenden Schergen zu, dreht auf dem Stiefelabsatz um und marschiert davon. Die Bardin kommt vorne an die Kante der Bühne. Vielen Dank. Es sah für einen Moment so aus, als müssten wir hier sehr schnell wieder abreisen. Nein. Eure Kunst ist eine, die sehr wertvoll ist, auch gerade in solchen Zeiten, wenn es den Leuten schlecht geht. Und es ist leider eine sehr bedauerliche Einstellung des Volkes in den Städten und auch in den Dörfern zu glauben, dass eure Kunst
kein ehrliches Gewerbe ist. Wenn ihr mich fragt, ist es eines der wichtigsten Gewerbe überhaupt. Okay. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir werden die Vorstellung vielleicht verschieben. Sie schaut über die Menge, die sich aufgelöst hat. Es gibt auch nicht, die einzigen Schaulustigen sind nur noch Leute, die eigentlich dem Streit zuschauen wollten. Aber immerhin, wir werden hier bleiben. Vielen. Cederion von Falkenberg was und Nene? Cederion von Falkenberg, Nene und unser guter Freund Numidon. Oh, hallo, Numidon, guter Freund Numidon. Semidis. Ah, kommt von der anderen Seite der See. Ja, ja, ich bin aus Joria. Ich bin zum ersten Mal hier auf dem, wie heißt das? Das ist ja alles Festland, aber also hier in Arving, in Selenia, in Tragoria, also bei euch hier. Alles halt, richtig. Ne? In der Arvingermark. Dann seid willkommen, Numidon. Gut, vielleicht etwas später. Erstmal alle entspannen. Macht der Narr, der vorhin so fröhlich durch die Gegend gelaufen ist. Immer derselbe Scheiß, jetzt muss ich mich wieder abschminken. Und verschwindet hinter der Bühne. Offensichtlich ein Profi, sage ich zu den anderen. Hm. Wenn er ein Profi wäre, dann hätte er bestimmt Illusionsmagie benutzt, sagt Numidon. Vielleicht hat er das. Die besten Illusionisten bei denen merkt ihr es nicht, wenn sie es benutzen. Und die tun dann so, als ob sie sich abschminken müssten. Abschminkzauber. Ja. Ja. Hennes? Ich gucke nochmal über die sich auflösende Menge. Hennes steht da mit irgendwas im Fett gebacken in dem Mund und so. Ist schon wieder vorbei. Ja. Wir wären dann soweit. Ja, dann folgt mir doch bitte. Es geht durch den Rest der Stadt, wo ihr weiterhin von einem ähnlichen Geruch verfolgt werdet und auch regelmäßig sehen könnt, dass gerade überall, wo Nahrungsmittel verkauft oder zubereitet werden, große Häufen von vor sich hin gammelndem Material in den Gassen liegt, in dem zahlreiche Katzen, streunende Hunde und andere Tiere sich raufen und um die besten Stücke kämpfen. Und wo teilweise in den schmaleren Wegen fast kein Durchkommen mehr ist, beziehungsweise die Leute inzwischen über zusammengetrampelte Essensreste steigen und Schalen von Kartoffeln und Ähnlichem, die irgendwo hingeworfen wurden. Und es wird ein wenig besser von dem ganzen dreuenden Gestank, der über der Szenerie liegt, als ihr euch der Burg nähert. Offensichtlich wird zumindest hier ein bisschen drauf geachtet. Das Gebäude ist etwas höher als die Stadt gelegen. Und wie dann Nene und Numidon relativ schnell feststellen müssen, die ganzen Treppen, die hinaufführen, sind nicht für die Beine von Gnomen und Zwergen gedacht. Das heißt, es wird ein relativ anstrengendes Unterfangen, hochzusteigen. Das ist sehr diskriminierend hier. Was ist diskriminierend, fragt Hennis. Eure Treppen. Ja, diese Städte, die nicht für alle Spezies gleichermaßen gebaut sind. Ne? Deshalb merkt man, ist ja noch ein bisschen rückständig hier. Aber gut, ist ja nicht in Joria oder Sarnburg. Mein Bruder war mal in Dackertsmann, er berichtet, dass es ganze Teile der Stadt gibt und die Menschen große Wesen nicht gehen können, weil sie so gebaut sind. Aber dafür haben wir andere, die genauso schön sind. Ach so, okay. Ich kann das sicherlich irgendjemandem hier zukommen lassen, aber eine zweite Treppe bauen? Naja, also man kann so Zwischenstufen machen. Das Übliche ist ja in großen Städten wie in Joria, dass es dann so Stufen an der rechten oder an der linken Seite so Zwischenstufen gibt, die es uns ein bisschen leichter machen, die Stufen zu begehen. Wisst ihr, was das Schöne an Leuten aus Jorias, Numidon? Sie wissen immer, wie man etwas besser machen kann. Und sie lassen es einen immer wissen. Und wir nehmen dafür noch nicht mal Geld. Ja, der junge Alp schaut euch mit sehr glasigen Augen an und hat offensichtlich irgendwann innerhalb dieses Gesprächs angefangen, über andere Dinge nachzudenken. Mhm. Ja. Oh, folgt mir. Ganz kurz, Hennes, noch. Ihr bringt uns jetzt zur Baronin? Nein, ich bringe euch zu Frau Leinbach. Die ist Verwalterin für die Baronin. Okay. Die Baronin, wie steht sie zu dem Herrn von Drünfurt, den wir eben kennengelernt haben? Der Herr von Drünfurt war länger nicht mehr hier. Der ist eine ganze Weile im Ausland gewesen, deswegen weiß ich es nicht. Sie, ich glaube, er ist ein Cousin? Es ist auf jeden Fall eine Verwandtschaft da, aber er ist ein paar Stufen weiter von der Erbfolge entfernt. Aber er hat kein offizielles Amt in der Stadt? Meines Wissens nach nicht, nein. Dafür war er auch zu lange weg. Wenn ihr mich fragt, manche Leute brauchen gar kein offizielles Amt, um ausdrucksstark aufzutreten. Hier.
Mimi, dann gibt ihm einen Zettel. Er hat ihm diese Zwischenstufen mal aufgezeichnet. Oh, was ist das? Das sind die Zwischenstufen, von denen ich erzählt habe. Könnt ihr eurem Stadtherrn mal geben. Ist nicht schlimm. Ich schnapp mir den Zettel und ergänze noch eine kleine Skizze eines Aufzugskonstrukts mit einem Plattenzug. Als du wieder zurückreichst, merkst du, dass Ernest auf jeden Fall weg ist. Er nimmt das nur noch so, als wäre ein Automat entgegen. Danke. Gehen wir doch ans Ende dieser Treppe, egal wie ärgerlich sie für euch ist, und reden mit Frau Leinbach. Es geht hoch in die Anlage und ihr habt tatsächlich auch einen Siegelring mitbekommen, als ihr den Auftrag angenommen habt. Und als ihr den vorzeigt, werdet ihr zusammen mit Hennes auch problemlos eingelassen. Franz ist auf alles vorbereitet. Und es geht kurz durch ein Eichhörnchen dabei. kein Eichhörnchen dabei. Ich würde ihn nicht herausfordern, ansonsten ist er gleich mit dem Plüschtier wieder da. Und es geht durch einen Innenhof der Anlage. Es ist eine relativ klassische Burganlage, die eine ganze Reihe von Wirtschaftsgebäuden innerhalb der äußeren Mauer hat und dann nochmal einen größeren befestigten Teil, die noch weiter drin liegt. Aber für euch geht es tatsächlich in ein Verwaltungsgebäude, in ein hohes und dort eine Stiege hoch. Erneut keine auf Gnomen- und Zwergengröße angepassten Stufen, bis ihr in einer warm eingerichteten, mit zahlreichen Büchern in Regalen versehenen Kammer ankommt, nach einem kurzen Klopfen. Daran sitzt eine menschliche Frau, für die Nichtmensch wahrscheinlich schwer zu sagen, wie alt sie ist. Für Cederion, sie dürfte so 40, 50 sein, hat ein paar erste graue Strähne in den Haaren, die an den Schläfen sind. Das Haar ist ansonsten dunkel und am Hinterkopf fest zusammengesteckt. Und sie schaut von einer ganzen Reihe von Unterlagen und Büchern auf. In der rechten Hand eine Feder und sie steckt jetzt auch einen Korken sorgfältig zurück in ein kleines Glas mit Tusche und streut Sand zum Aufnehmen von überzähliger Tinte auf ihre Unterlagen, als wäre das etwas, was sie permanent immer wieder macht, sobald sie sich unterbricht. Oh, einen guten Tag, kommt herein. Hennes, vielen Dank. Du kannst draußen warten. Setzt euch doch. Es gibt ein paar Stühle mit gepolsterten Sitzflächen. Und als sie dann schaut, dass zwei von ihren Gästen kleiner sind als der Durchschnittsmensch, deutet sie dann darauf, dass es auch ein paar kleine Stiegen gibt, so Fußtritte, die man nutzen kann, um dann vernünftig darauf zu sitzen, ohne dass man wie ein Kind mit den Beinen baumeln muss. Immerhin. Willkommen in Drinfurt. Ich bin Irmtal Leinbach. Ich übernehme zahlreiche Verwaltungsaufgaben von der Baronin. Und ich würde sagen, es ist mir eine Freude, euch zu empfangen, aber tatsächlich ist es eher eine Notwendigkeit, dass jemand sich einmal umtut nach unseren Rattlingen und den Problemen, die wir in der Stadt haben. Ich nehme an, ihr habt schon bemerkt, dass es Schwierigkeiten gibt. Wir haben es gerochen. Dann wisst ihr schon, was ich bereits meine. Ihr, wie vertraut seid ihr mit der Rolle, die Rattlinge in so einer Stadt wie dieser übernehmen können? Nun, wir haben bereits erfahren auf dem Weg durch die Stadt, dass die Rattlinge wohl hier die Müllentsorgung übernommen haben in der Vergangenheit. Ja, und zahlreiche kleinere, weniger angenehme oder weniger noble Aufgaben in der ganzen Stadt. Es hat sich über die Zeit entwickelt, dass es eine übliche Variante war. Die meisten Rattlinge leben in Wohnstätten, die ihnen wohl genehmer sind, unter der Oberfläche der Stadt. Aber in den letzten Wochen haben wir kaum mehr welche von ihnen gesehen und da liegt das Problem. Denn zunächst einmal nehmen sie die Aufgaben nicht mehr wahr, für die sie größtenteils vorgesehen sind. Wir haben durchaus auch berichtet, dass sie einfach verschwunden sind, regelrecht. Von jetzt auf gleich ihre Werkzeuge haben fallen lassen und ihre Stiegen haben stehen lassen. Und wenn man sie sieht, so gibt es zunehmend Berichte darüber, dass sie kriminell sind. Ich will keinerlei Vorurteile hier schüren. Und sagen wir so, es gibt durchaus immer mal wieder Berichte darüber, dass Rattlinge sich kriminell verhalten würden und dann ist das nur irgendeine Angewohnheit, sag ich mal, von anderen Bürgern der Stadt, Rattlinge schnell als kriminell zu betrachten, wenn sie irgendwo einfach nur ein wenig Zeit verbringen. Aber in diesem Fall bin ich tatsächlich besorgt, dass irgendetwas im Argen liegt. Mhm. Ihr sagt, plötzlich haben sie alle ihre Arbeit niedergelegt. Das sind zumindest ein paar von den Berichten, die mich erreicht haben.
Und eure Aufgabe sollte es sein, genauer herauszufinden, was da passiert ist. Hennis kann euch sicherlich auch ein paar Ansprechpartner vorstellen, mit denen ihr darüber reden könnt, von denen diese Berichte kommen. Und idealerweise herauszufinden, wo sind diese Rattlinge hin verschwunden und warum? Und ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es kein Streik ist oder so etwas, was für eine seltsame Vorstellung. Ich meine, wir sind hier eine ordentliche Stadt, in der so etwas nicht passiert. Und wir können es uns nicht leisten, weiterhin einfach willfährig und sanftmütig mit einer ganzen Bevölkerungsgruppe umzugehen, die offensichtlich nicht mehr willens ist, zu arbeiten. Habt ihr mit ihnen schon einmal geredet? Das ist das Problem. Wir können ihrer ja nicht mehr habhaft werden. Die üblichen Personen... Also sie sind ganz aus der Stadt fort, oder? Ja, ich nehme an, dass sie größtenteils in die unterirdischen Teile wieder zurückgegangen sind, wenn sie nicht aus der Stadt verschwunden sind. Entweder sind sie fort, oder sie sind unter unseren Füßen irgendwo. Aber Nicht-Rattlinge sind selten dort zu Gast gewesen, deswegen. Nun, wir werden das herausfinden. Wir können da ja einfach mal nachschauen, oder hat das schon jemand getan? Meines Wissens nach nicht, sagen wir so. Die meisten Leute, die mir unterstehen, die ich zu seiner Aufgabe schicken würde, würden sich weigern, dorthin zu gehen. Ich hoffe, dass ihr wackeren Helden keine solchen Empfindlichkeiten besitzt. Sie schaut auf Nomidon und seine kleinen Nasenklammer. Man tut, was man tun muss. Und er schaut nochmal auf Hennis und dann sagt er, ja, verstehe ich schon. Also, was wir natürlich bereit sind, das soll ja auch nicht umsonst sein. Wie gesagt, wir sind eine ordentliche Stadt und wer arbeitet, wird auch vergütet. Biete ich euch pro Person 10 Lunare an für das Erfüllen dieser Aufgabe, dass ihr in erster Linie wohl das Sammeln von Informationen sein werdet. Und ihr habt selbstverständlich freie Kost und Logis, solange ihr euch in der Stadt befindet. Nun, wir sind nicht wegen Geld hier, sondern weil die Markgräfin uns gebeten hat, zu helfen. Aber selbstverständlich werden wir uns nicht dagegen versperren, wenn ihr uns eine angemessene Lohn zahlen wollt. Vernünftig. Habt ihr noch Fragen, die ich euch beantworten kann und sollte? Wann ist das passiert? Also seit wann stapelt sich der Müll? Vor ungefähr 3 Wochen sind die Rattlinge verschwunden. Und anzufangen zu stinken hat es dann spätestens 2 Tage später. Es wurde das Wetter wärmer und es kam Umstände zu. Es war euch nicht möglich, unter den Nicht-Rattlingen der Stadt jemanden zu finden, der temporär gegen eine ausreichende Entschädigung das übernimmt? Wenige. Nicht genügend, um die gesamte Arbeitskraft zu ersetzen. Es ist ja nicht so, als hätten die anderen Leute hier nicht eine Arbeit, der sie nachgehen wollen. Und ich fürchte, ein paar Leute sind sich vielleicht auch zu gut, solche Arbeit zu verrichten, Unrat, Dreck und Müll zu sammeln. Und wenn ihr Rattlinge von woanders her anheuert? Das ist eine Möglichkeit, die sicherlich noch in Aussicht steht. Aber es wäre mir recht, wenn wir nicht ganze Bevölkerung einmal durch die Arvingmar Mark karren müssen und uns Rattlinge von anderen Orts leihen, wenn es nötig sein wird. Ich wenn sich zum Beispiel herausstellt... Anheuern. Aber wir werden erst mal rausfinden, was mit den bereits hier ansässigen. Ja, nun selbst, also ich sprach selbstverständlich auch von Anheuern, aber das heißt trotzdem immer noch, dass größere Mengen an Leuten durch die Gegend ziehen müssten und alles. Ausgesprochen unpraktisch und unbequem. Sollte sich aber herausstellen, dass tatsächlich und die gesamten Rattlinge, die eigentlich in dieser Stadt leben, verschwunden sind, aus welchem Grund auch immer, dann ist auch eure Aufgabe erledigt und ich werde euch nicht losschicken, um dann Rattlinge in der gesamten Umgegend einzusammeln und zu überreden, dass sie doch bitte nach Drünfurt kommen und hier die Aufgaben übernehmen. Ja, wir sind ja auch nicht die Rattlingsfinger von Drünfurt. Ihr kennt die Geschichte. Wer ist denn sonst für die Verhandlungen mit den Rattlingen zuständig? Also wer bezahlt die, wer sagt denen, wo die wegputzen müssen, wer sagt denen, welcher Straße montags der Müll weggeräumt wird, wo dienstags und wann Sondermüll ist? Oh, und das ist das Problem, das ist hier nicht, wie sagte man, zentralisiert, sondern jede kleine Gemeinschaft, jede Taverne, jede Schenke, jeder Bauer haben ihre eigenen Abmachungen mit einer Familie von Rattlingen, die für sie arbeitet. Ah. Es ist nicht so, als würde die Stadt sie geschlossen anheuern. Die Stadt leidet nur insgesamt darunter, dass sie weg sind. Sehr. Und die sind alle mitsamt, auch wenn sie unabhängig voneinander, sonst sind die Rattlinge verschwunden miteinander und haben die Arbeit eingestellt.
Ich meine, wie gesagt, ich will keine Vorurteile hier jetzt wiederholen, aber es heißt ja auch, dass Rattlinge immer sehr eng zusammenhängen, alle Familien an der Stadt. Hm. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es etwas gab, einen Grund, der sich sehr schnell unter ihnen allen verbreitet hat. Aber wie auch immer, das ist ja auch eure Aufgabe herauszufinden. Ich bin da mit meinem Drachlingisch am Ende. Gut, wir werden sicherlich dem Hafenviertel oder ähnlichem mehr herausfinden. Dann habt erstmal Dank, Frau Leimbach, für eure Zeit. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich Ergebnisse zu liefern. Oh, vielen Dank. Wenn ihr noch irgendetwas braucht, dann könnt ihr Hennis gerne schicken. Dafür ist er da. Ja, ich wink, wenn wir dann gehen, Hennis auch so, dass er uns quasi erstmal begleiten soll. Ja, sie entkorkt wieder ihr Tintenfässchen und macht weiter mit ihrer Arbeit und entlässt euch mit einem leisen Winken der Hand. Hennis steht draußen und spielt mit einer Schnur, die er so zwischen seinen Fingern hin und her zupft und dann so, Und jetzt? Jetzt gehen wir erstmal raus. Oh, fein. Was ist eigentlich sonst euer Tätigkeit, so wenn ihr nicht als... Oh, ich bin ein Laufbursche. Ich bin ein Bursche, der läuft, wenn Frau Leinbach sagt, dass etwas erledigt werden muss. Das ist ein sehr wichtiger Beruf in jedem Schloss. Ja, also ich bin sicherlich auch nicht der Einzige, aber ich bin einer, den sie persönlich gerne durch die Gegend scheucht. Ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Laufburschen oft sehr viel wissen, was so passiert, auch die, was die hohen Herrschaften nicht wissen. Oft, ja. Oft, sicher. Moment, ich bin... Er guckt, als wüsste er gar nichts. Ja, ja, er guckt gerade so, ja, das betrifft sich auf Laufburschen zu. Moment, ich bin einer. Ihr könnt quasi den Gedanken über sein Gesicht wandern sehen. Nee, wir haben den Besten der Besten der Besten. Ja, keine Kosten. Lumidon is not a fan. Wo soll es denn hingehen? Wo leben die Rattlinge normalerweise? Wurde was von Katakomben oder Kanalisation unter der Stadt erzählt? Oh, ja, also es gibt eine ganze Menge Anlagen unter der Stadt. Keine Ahnung, Keller und Tunnel und irgendwie wohl auch ein paar natürliche Höhlungen und die ganzen Abwassersachen und so. Ich kenne mich da nicht aus, was da alles zusammengehört. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Dinge unter der Stadt und da wohnen die Rattlinge. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich da auch was gegraben. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es drunter ist. Dann würden wir, denke ich, dort gerne mal hin. Ich drehe mich zu den beiden anderen um, ob die irgendeine andere Meinung haben. Wahrscheinlich riecht es da sogar besser. Du meinst, in der Nähe der See ist die Luft besser? Ich dachte, schlimmer als hier kann es nicht sein, aber das bestimmt auch. Ich möchte, wenn wir jetzt die Treppe runtergehen, dann wird es erst wieder schlimmer. Es muss immer erst mal schlimmer werden, damit es wieder besser wird. Fein. Ich persönlich habe keine Ahnung, wo es irgendwie Zugänge gibt. Ich meine, die Rattlinge sind gerne unter sich, aber ich kann euch zu Leuten bringen, die vielleicht wissen. Also es gibt so Leute, die halt mit Rattlingen zusammenarbeiten, sowas, ne? Ja, sowas würden wir gerne kennenlernen. Oh, hervorragend. Ja, dann kommt doch mit. Ja, stürmt wieder davon. Mhm. Und führt euch durch einige Wirrungen und Irrungen der Stadt, bis ihr tatsächlich auf den Stufen von einem Gebäude, das irgendwie ein Gerichtsgebäude oder irgendetwas Ähnliches ist, auf eine Person stoßt, die geruchstechnisch sich eigentlich ganz gut an die Umgebung angepasst hat. Ein menschlicher Mann mit sehr faserigem grauem Haar und einem wirren grauen Bart, der von übergeneigt in einer sehr nachdenklichen Pose halb eingeschlafen zu sein scheint und dessen Kleider schon deutlich bessere Zeiten gesehen haben. In der einen Hand hält er eine einfache Schüssel aus Holz, mit der er immer mal wieder klappert. Da liegen ein paar kleine Geldstücke drin. Und als ihr euch nähert, seht ihr auch, dass seine Augen beide mit einem weißlichen Film überzogen sind. Dass er vermutlich nicht gut oder sogar gar nicht sehen kann. Da er immer wieder so ein bisschen leiernd wiederholt. Ein kleines Handgeld für einen Blinden. Ein kleines Handgeld für einen Blinden. Ich lasse mal 5 Talare da rein fallen. Mm-mm. So einzeln, wenn man auch merkt, dass es mehrere Münzen sind. Ja, er schüttelt die Schale und scheint das abzuschätzen. Und dann mit sehr flinken Fingern lässt er 4 davon wieder verschwinden, sodass wieder nur ein paar Münzen in seiner Schale liegen und sagt, ah, guter Mensch,
scheint er einen zu schätzen, als er auf dich lauscht in deine Richtung und offensichtlich deine Schritte versucht einzuschätzen, die du gemacht hast in seine Richtung. Das ist eine wirklich sanfte Tat, die ihr getan habt. Möge euer Tag gesegnet sein. Danke dir, Großväterchen. Aber könntest du mir vielleicht auch noch eine Frage beantworten? Oh, sicher doch, sicher doch. Du kriegst doch bestimmt einiges mit, was hier so passiert. Du hörst doch sicherlich vieles. Ja, sicherlich. Ich bin kein einsamer alter Mann. Nein, ich habe Freunde und ich habe solche, die mit mir reden und sich um mich kümmern. Und die tragen mir immer einiges zu. Weißt du vielleicht etwas über die Rattlinge und ihr Verschwinden? Ja, streckt die Hand aus und stupft an deinem Knie vorbei, orientiert sich neu und tippt dann gegen dein Schild. Ihr seid bei dem Richtigen gelandet. Ich habe eine Freundin, die regelmäßig hier ist, Trissa. Und sie hat ein Fell, aber sie ist zu klein für einen Wag. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Rattlingin ist. Und Trissa und ich verstehen uns immer gut. Wir haben uns über vieles unterhalten. Sie hat eine große Familie, 12 Kinder, um die sie sich kümmern muss. Und sie gehört zu den Leuten, die viele von den kleinen Aufgaben erledigen, die viele andere nicht machen wollen. Ihr versteht schon. Und Trissa ist verschwunden. Und nicht nur sie. Ich habe irgendwas angedeutet, dass sie plant zu verreisen. Ja. Und sie sagte zu dem Zeitpunkt, dass es eine Sorge wäre, die sie hat, dass viele andere von den Rattlingen in der Stadt verschwunden seien. Und dass sie angefangen haben, ihre Werkzeuge fallen zu lassen und ihre Familien im Stich zu lassen und einfach sinnlos davonlaufen würden. Ist sie auch weggelaufen? Das weiß er doch nicht. Sie ist verschwunden. Ich weiß das insofern, als dass sie vor ein paar Wochen mitten im Gespräch aufgestanden ist und gegangen ist. Oh. Während ich noch mit ihr geredet habe. Und ich bin jetzt nicht. Ihr könnt sicherlich sagen, dass ich jetzt kein groß eitler Mann bin. Und ich bin es gewöhnt, dass, wenn ich länger mehr auf Leute einrede, sie irgendwann gehen und verschwinden und darauf zählen, dass ich es nicht merke. Aber Trissa war anders. Trissa hat mir immer zugehört. Und sie ist einfach gegangen. Wisst ihr, wo Trissa normalerweise gelebt hat? Sie sagt, sie lebt unter der Stadt, unter dem Marktviertel mit ihren 12 Kindern. Sportlich. Ja, Rattlinge machen da keine halben Sachen. Und, naja. Das war, kratzt sich am Kopf, es war eine sehr seltsame Sache. Und seither habe ich nicht mehr von ihr gehört. Ich gebe zu, ich vermisse sie. Wir werden schauen, ob wir sie finden können. Er streckt die Hand wieder aus, klopft wieder auf den Schild von Cederion. Das ist eine Sache, als sie gegangen ist. Es war abends. Meistens hat sie die restliche Zeit des Tages und der Nacht zu tun und sich um Dinge zu kümmern und um ihre Familie. Und abends setzt sie aber häufig sich zu mir und dann plauschen wir. Und es war wenig los auf dem Markt, aber jemand hat Musik gespielt. Daran erinnere ich mich noch. Wenn ihr rausfindet, wann hier jemand diese Vorstellung gegeben hat, dann könnt ihr auch rausfinden, welcher Tag das war, genau. Was für Musik? Kannst du dich noch erinnern? Kannst du es summen? Flötenmusik. Jemand hat eine Flöte gespielt. Darauf hätte ich gewettet. Und es war so ein Ne-ne-ne-ne-ne-ne. So ein wiederholendes, keine komplexe Melodie. Hab dann Großväterchen, ich tue ihm nochmal 5 Talare in seinen Becher. Oh, ihr seid zu großzügig. Ja, vielen Dank. Dank sei euch und euren Begleitern. Ja, ich habe die Großzügigkeit eines adligen Sohnes, den ihr auf sein Geld achten musste. Wegwerfen, das Zeugs. wenn wir dann aus Hörweiche reinfallen sind, drehe ich mich den an und sage... Feenfluch. Und die Flöte, ne? Wie in der Geschichte. Ja, es ist definitiv ein Feenfluch. Es kann nichts anderes sein. Also, wie in den Geschichten. Es ist immer irgendwo ein Feenfluch mit drin. Ja, das ist ein bisschen einfach.
Geschichten sollten ja auch nicht zu komplex sein, sonst verliert man seine Zuschauer. Aber wenn ich jetzt eine Fee wäre, würde ich wirklich immer denselben Trick machen, der in allen Geschichten schon auftaucht? Ich könntest du ja nicht anders, weil es dein Wesenskern ist, immer das zu machen. Aber sollten dann nicht die Bewohner dieser Gegend es irgendwann mal lernen? Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber die meisten Sterblichen sind gar nicht so gut darin, irgendwas aus der Vergangenheit zu lernen. Vor allem, wenn sie nur so kurz leben. Ja. Zum Glück machen Zwerge nie Fehler. Sie machen viel langsamere Fehler. Und die wiederholen sich nicht so. Ja, die wiederholen sich viel später erst, nach vielen hundert Jahren. Aber sollen wir nicht einfach mal unter den Marktplatz gehen? Ich wüsste von denen ja noch, was glaubst du, was es sonst sein könnte. Ich meine, Rattlinge verschwinden, in der Sage sind Ratten verschwunden. Es hing mit Musik zusammen, als Trissa verschwunden ist, wurde Flötenmusik gespielt. Ich habe noch keine Theorie, aber ich möchte mir auch nicht mögliche Optionen jetzt schon gedanklich verbauen, dass ich vielleicht irgendwann schon ein Bild vor Augen habe, während wir jetzt Hinweise sammeln und dann in eine falsche Richtung laufen. Deswegen möchte ich erstmal, dass wir weitere Hinweise sammeln. Ich würde auch gerne einmal unter den Marktplatz gehen und auf dem Marktplatz herumfragen, wer wann hier Flötenmusik spielt oder gespielt hat. Gut, dann sind wir auf derselben Seite. Ich will jetzt ja auch nicht zur Baronin gehen und sagen, Feenfluch, weil solange wir nicht wissen, wie man den aufhebt, macht es ja auch keinen Spaß. Abkürzung. Es ist ein Feenfluch. Aufgabe erledigt. Ja, wir können jetzt gehen. Viel Erfolg. Gebt uns das Geld und empfehlt uns der Markgräfin. Viel Spaß mit dem Feenfluch. Gut. Es ist inzwischen Nachmittag. Der Markt ist aber trotzdem immer noch in vollem Gang. Hier wird eine große Menge an verschiedenen Waren angeboten, teilweise auch von weiter her, als du im ersten Moment gedacht hättest. Aber es ergibt vielleicht schon Sinn, da einer der größten Handelsstraßen der Arvinger Mark und von Selinia hier durch die Stadt führt und an dem Fluss wiederum dann eine weitere Möglichkeit, Waren zu transportieren, auf diese Straße stößt. Das heißt, ihr findet teilweise auch Seide aus Takasadu und andere Materialien, mit denen ihr im ersten Moment nicht gerechnet hättet. Zu horrenden Preisen zugegeben, aber immerhin sind sie da, auch wenn diese Stände mit den exotischeren Waren meistens auch noch eine grimmig reinguckende Person daneben haben, die mit einem kleinen Schläger in der Hand hantiert und dafür sorgt, dass niemand irgendwas einfach mitgehen lässt. Nene, wenn wir auf Rattlinge treffen sollten, dann würde ich bevorzugen, wenn du vielleicht mit ihnen reden könntest. Viele Rattlinge in Selenia haben immer wieder schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht, die so gekleidet sind wie ich. Okay. Viele Ritter. Ja, das erste, was mich in der Größe diskriminieren. Was? Nein, um Gottes Willen. Es geht nur darum, dass Rattlinge Ritter sehr oft mit nicht so schönen Erfahrungen verbinden. Ah. Was macht ihr denn mit denen? In vielen Teilen Selenias gibt es das Vorurteil, dass Rattlinge, die man im Wald antrifft, eigentlich immer Räuber seien. Ach so, und dann ist das quasi so eine Einsteiger-Ausbildungsaufgabe für Ritter, Rattlinge zu besiegen. Ich sagte, viele Ritter sehen das so. Mein Vater hat mich anders erzogen. Ich weiß, dass Rattlinge auch oft nur einfach ihrem Lebenswandel nachgehen und genauso wertvolle Mitglieder der Bevölkerung sein können wie andere auch. Aber sie sehen mir nicht an, dass ich das weiß. Das ist das Problem. Sie sehen ein Schild, ein Schwert. Na gut, dann halten wir dich dann lieber erstmal im Hintergrund. Aber erstmal müssen wir einen Rattling finden. Oder eine Rattlingin. Ja, das klingt nach einer Aufgabe, sagt Hennis. Du bist ja auch noch da. Wo geht's denn jetzt unter den Marktplatz, Hennis? Ja, ist sicher irgendwo möglich. Ihr seid so ich weiß es nicht. Ja. Gibt's wollt ihr noch mit jemand anders reden? Oder sollen wir irgendwie... Einfach hier mal umhören? Wir können ja ein bisschen ausschwärmen auf dem Markt. Ja. Wir versuchen herauszufinden, zum einen was zu dem Flötenspieler und zum anderen, wie man hier runterkommt. Irgendwer muss das doch... Ja. Und wer von denen normalerweise mit den Zwergen, mit den Rattlingen so Einzeldienst hat. Die Chefin da hat ja gesagt, dass sie quasi so bilateral immer mit den Rattlingsfamilien so Müll
Abfuhrtermine ausmachen und dass man dann guckt, wer das halt oft macht. Es gibt ja wahrscheinlich irgendwie Leute, keine Ahnung, die eine Schreinerei haben oder wo dann viel anfällt und will das wegräumen oder irgendwie, ja, vor allem Metzgereien oder sowas wahrscheinlich. Da würde sich Nomidon ein bisschen drum hören. Gut. Ich höre Uli nicht mehr, der hat sein Mikro ausgemacht. Ja, Nomidon, nee, eine wichtige Sache noch. Wenn wir später Baden von dieser Geschichte erzählen, können wir den Anfangsteil mit dem Müll und Rattlings und so versuchen, ein bisschen zu auszulassen und nur die Heldenhafteren, also wir werden davon auch am Ende Baden erzählen, damit sie Lieder bei uns singen. Ich hatte gedacht, ihr könnt sowas auch schreiben. Oh, ich bin, was Kunst angeht, eher ein Konsument als ein Produzent. Hm. Außerdem, wenn man selbst Lieder über sich singt, schreibt, dann ist das auch nicht so ehrenvoll, wie wenn andere es tun. Hm. Aber ihr plant jetzt schon die Geschichte, die bei euch gesungen wird. Ja, natürlich. Man kann doch nie genug vorausplanen, oder? über uns, nicht über mich. Genau. Wir könnten ja die Geschichte damit anfangen, dass wir diesem armen Bettler geholfen haben und der uns gesagt hat, dass seine treue Freundin verschwunden ist. Und so stießen wir auf diese ganze Sache mit Mildtätigkeit. Ja, Mildtätigkeit ist immer ein gutes Motiv. Ja. Macht direkt Sympathie für den Handlungsträger. Können wir unsere Prioritäten wieder sortieren? Stimmt. Erst Heldentat, dann Lied über Heldentat. Was soll ich euch nennen? Wir schwärmen aus. Okay, dann versuche ich mal herauszufinden, wo es hier unter den Marktplatz geht. Mit gut. Straßenkunde? Das kannst du tatsächlich gerne einmal machen, einen Wurf auf Straßenkunde. Was ich eventuell besser kann. Straßenkunde, ja. Wahrnehmung, ich könnte es auch besser suchen. Ich glaube, wenn es geht, mit Wahrnehmung zu machen, wäre das mir lieber. Gut, du möchtest einfach scharfen Auges durch die einzelnen Bereiche des Marktes streifen und dich auf die Suche nach irgendeinem Zugang zur Kanalisation machen. Die anderen beiden, was habt ihr vor? Ich versuche nicht im Weg zu stehen, weil ich habe nichts, was jetzt bei sowas hilft. Währenddessen versucht dir jemand seinen Torfbrand anzudrehen und redet auf dich ein, dass das ja eigentlich gut ist, dass die Rattlinge weg sind, weil das sind eh Ärgernisse. Und wenn es nach ihm geht, er ist vor ein paar Wochen überfallen worden von Rattlingen, weil das sind ja alles Banditen, wenn man Rattlinge in den Wäldern trifft. Und die hätten versucht, ihn um seinen Brand zu bringen. Wenn du probieren möchtest, er hätte da auch auf jeden Fall verschiedene Varianten da. Da würde euch sicher eine davon munden. Und eigentlich ist es wirklich gut. Die Leute sollten hier dankbar sein, dass die Rattlinge verschwunden sind. Während die anderen was Produktives tun, diskutiere ich mit ihm, warum das eine falsche Meinung ist. Ja, das kannst du gerne tun. Nomidon, versuchst du auch einfach, dich aus dem Weg von Nene herauszuhalten? Nein, oder? Ich möchte ja auf dem Markt mich erkundigen. Ich denke mal, einer der Marktbeschicker ist sicher ein Kunde normalerweise der Rattlinge, weil sie irgendwie Müll haben und die abgeführt. Ich kenne ja als Städtebewohner, weiß ich, wo viel Müll anfällt und versuche mich dann zu erkundigen bei einem der Marktstände, wo ich weiß, der kommt aus einem Handwerk, der viel Müll hat, was die normalerweise mit den Rattlingen so verdealt haben. Du kannst dich tatsächlich ein bisschen umtun und fragst bei jemandem, der einen Stand hat, wo verschiedenste Obstvarianten und dergleichen in Teig getaucht und dann frisch ausgebacken werden in Fett, wo scheinbar eine Menge an Zeugs anfällt, zumindest der Kiste nachzuurteilen, die auch schon leise vor sich hingammelt neben seinem Stand. Rattlinge, ja, wir hatten auf unserem Hof, ich komme hier nur vor eine Stunde südlich von Drittenfurt her, hatten wir mehrere Rattlinge, die für uns gearbeitet haben. Eigentlich ganz anständige Leute, also soweit das bei Rattlingen überhaupt zu sagen ist, aber vor etwas mehr als 2 Wochen haben sie die Ohren angeklappt und haben die Hacken und ihre Körbe fallen lassen und sind davon gesprintet in Richtung Stadt, als wäre eine bösartige Fee hinter ihnen her oder irgendwas aus den verheerten Landen. Okay. Ja. Mitten in der Arbeit haben die Sachen fallen lassen und sind losgemacht. Ja. Wollte mir irgendeine Lüge unterstellen? Nein, genau so ist es geschehen. Ich habe sie noch gesehen vom Haupthaus aus, wie sie auf dem Feld sind und auf einmal richten sie sich alle auf, lassen alles stehen und liegen und laufen geschlossen davon. Gut. Danke. Ärgerlich, die haben sich sicherlich irgendeinem fahrenden Volk angeschlossen oder sowas. Ja. Gib mir mal so einen Fettkrapfen. Oh ja, bitte. Wollt ihr den mit Apfel drin oder den mit Birne? Birne. Bitteschön. Frisch rausgebacken, mit reingeworfen. Währenddessen, Nicole, gib mir doch mal einen Wurf auf deine Straßenkunde. Wahnsinn. Ich suche, ich frage nicht. Oh, Entschuldigung, Wahrnehmung. Du suchst, du redest nicht. Richtig. Überleg, ob ich Risiko gehe. Mhm.
Das ist sehr. Ich rede hier lieber mit drei. Was soll schon passieren? Was soll nur Risikowürfe? Ja, also es wäre total out of character, wenn ich es jetzt nicht mache. Also komm, dann machen wir das jetzt auch mal. Guck, jetzt fällt mir schon vor Schreck der Würfel hin. Verdammt. Also gut, ich mache ein Risikowurf auf Wahrnehmung. Mhm. Vielleicht bin ich gleich raus. Das heißt, sie würfelt mit vier Würfeln und sie nimmt die beiden besseren Ergebnisse. Aber wenn die beiden niedrigsten Würfel zusammen eine 3 oder weniger ergeben, hat sie gepatzt. Also das ist generell so, aber jetzt hat sie halt auch eine bessere Chance zu patzen, wenn sie gleichzeitig auch eine bessere Chance hat, das zu erreichen. Es wird gut. Ist es schon mal kein Patzer? Ich lebe noch. Ja, also ich würde es jetzt nicht unbedingt auslegen, dass du, wenn du einen Patzer hinlegst, bei der Wahrnehmung direkt, keine Ahnung, so, sie findet blind. Zwar einen Transaktionszugang, aber in den sie reinfällt. Wahrscheinlich, aber sie wird jetzt nicht blind in die Ausstellungsschwerte von jemandem reinfallen und verbluten. Aber diese Blumen ist so schwächlich, ich glaube, als wenn sie nur irgendwie durch eine Falltür fällt, wird es knappig. Aber sie hat ein Auge, weil sie so scharf geguckt hat. Zum Beispiel. So, ich habe eine 18 gewürfelt. Und habe einen Wahrnehmungswert von 8, das heißt, ich bin bei 26. 26. Tatsächlich stellst du fest, dass jemand sich durchaus Mühe gegeben hat, den Abstieg zu verbergen, auf den du dabei stößt. Da sind mehrere Kisten in einer kleinen Seitengasse zusammengeschoben worden, die tatsächlich erstmal den Eindruck erwecken, als wäre der Zaun, der die am Ende begrenzt, ein Stückchen weiter vorne. Aber als du dann genauer hinschaust, und stellst du fest, dass dahinter noch mal ein kleiner Freiraum ist und dort eine mit einem rostigen Griff versehene Holzfalltür runterführt. Und dir kommt auch ein muffiger Geruch entgegen, der anders eklig ist als der Rest der Stadt, sondern eher nach stehendem Wasser, der einen so einen fauligen, leicht salzigen Geruch entgegenbringt. Ich mach die Falltür auf und guck rein. Du siehst eine Reihe von Stufen, gnomengroß oder besser gesagt wohl eher rattlinggroß, die in die Tiefe und in die Dunkelheit führen und kannst ganz leise irgendwo das Glucksen und das Tropfen von Wasser hören. Es ist kein normaler Keller oder irgendetwas, sondern ich würde sagen, dass das schon ein Zugang zu einer größeren Anlage, möglicherweise zu Tunneln, die Regenwasser in Richtung des Drinnen des Flusses leiten sollen oder irgendetwas in der Art. Ja, das ist doch genau das, was ich gesucht habe. Ich gehe zurück zu den anderen und berichte von meinem Fund. Ich würde in der Zwischenzeit doch noch gerne was gemacht haben wollen, Mairi. Mhm. Sind die Musiker noch da? Die Schausteller? Ja, du siehst, dass die jetzt gerade ein neues Hintergrundbild aufhängen und offensichtlich beschlossen haben, dass sie ein anderes Stück zum Besten geben wollen, um nicht wieder Streit vom Zaun zu brechen, als ob das an dem Stück gelegen hätte. Und wie sie euch offensichtlich untereinander absprechen und die Person, die zuletzt den Flötenspieler gespielt hat, in einem anderen Kostüm offensichtlich gerade irgendwelche Ansprüche erhebt oder sonst irgendwie keine Lust drauf hat, mitzuarbeiten. Nein, das ist ein Unsinn, du dumme Sau. Vor 2 Wochen habe ich das schon gespielt. Es hängt mir so zum Hals raus. Zerbricht irgendeine Pappmaché-Gegenstand, ein Schwert, glaubst du, über dem Knie und geht schimpfend von der Bühne ab, während die Bardin dort steht mit einer Leidensmiene. Wir gehen mal auf Sie zu. Ich hätte eine Frage noch. Hm? Ihr seid's. Wie lange seid ihr denn schon in der Stadt? Wir diesmal seit 5 Tagen, aber wir sind hier. Wir reisen immer nur begrenzt durch die Gegend. Das heißt, wir sind alle paar Wochen immer mal wieder hier. Hm. Das letzte Mal hier, war das auch schon mit dem Müll das Problem? Da fängt das gerade an, während wir hier waren. Deswegen sind wir auch erstmal weitergereist und stellt euch meine Enttäuschung vor, als ich zurückkomme und ist alles nur noch schlimmer geworden. Das kann ich verstehen, ja. Sind außer euch noch andere Schauspieler in der Stadt oder seid ihr die einzigen aktuell? Oh nein, wir sind nicht die einzigen. Da ist eine Wahrsagerin dort hinten, eine Zwergin, glaube ich. Und es gibt mehrere Feuerschlucker und Jongleure und wir haben ein paar Waage, die so Kraftakte und Ton vorführen. Hinten ist eine kleine Truppe. Musik? Also in größerer Truppe sind wir, glaube ich, gerade die Einzigen, die Musik machen hier, ja. Es kann sicherlich sein, dass irgendwo irgendwelche Baden in den einzelnen Schenken spielen. Das machen wir nicht. Wir sind auf der jetzt nicht, oder? Nein. Also abends auf? Wir treten auch abends meistens noch einmal auf, ja. Je nachdem, ob noch was los ist. In letzter Zeit ist abends hier meistens ziemlich tote Hose. Mhm. Das heißt, wir spielen nachmittags und vormittags jeweils einmal und das muss reichen. Und ich schätze, wir werden bald auch wieder abreisen. Ihr habt ja mitgekriegt, wie die Stimmung ist. Ja, selbstverständlich. Ich dachte nur, ich
wollte meine nächsten Abende planen. Das ist gut zu wissen, was ihr tut. Danke. Ja, gut. Ich gehe zurück. Kommt gefälligst zurück, schreit sie jetzt hinter ihrem Schauspieler, der weggelaufen ist, her und stürmt ebenfalls von der Bühne. Ich würde die Infos zu den Schauspielern mal kurz teilen hier, dass die damals da waren, als das losging. Dass es auf dem Marktplatz sonst scheinbar keinen anderen Musiker gibt. Könnte natürlich auch was damit zu tun haben, ne? Wer weiß, ob irgendwer ein verfluchtes Feenartefakt gefunden hat oder sowas. Das kann ja auch sein. Wenn ich den untergeschoben habe, dass wenn der Flötenspieler von denen in der Aufführung spielt, dass das dann sich auswirkt. Sowas könnte sein. Sowas gibt es, ja. Habt ihr was rausgefunden? Yes. Ich habe den Eingang gefunden. Fakten. Auf geht's. Numidon erzählt noch von den Rattlingen, die auf dem Feld quasi die Ecke haben fallen lassen und alles und also das klingt schon nach einem plötzlichen Einsatz einer Beherrschung oder einem. Das klingt auf jeden Fall übernatürlich. Aber die sind zur Stadt gegangen, ja? Sind vom Feld weg. Das spricht ja eher dafür, dass wir vielleicht doch irgendwo ziemlich viele Rattlinge finden. Oder ein Rattenkönig. Das gefällt dir, die Vorstellung. Okay. Was macht ihr dann als nächstes, nachdem die Informationen so ausgetauscht worden sind? Und Nene beiläufig halt sagen, ach, ich habe den Zugang zum Untergrund gefunden. Ja, wir folgen Nene. Klar. Ja. Es ist, tatsächlich ist diesmal Cederion derjenige, der sich unbequem strecken bzw. zusammenstauchen muss, um dort runter zu steigen. Zusammen mit seinem Schild und seiner Rüstung ist es ein großes Klappern und Hin- und Herschieben von Ausrüstung, weil es ziemlich eng die Stiege runtergeht und ihr euch dann auch in einem feuchten Tunnel wiederfindet, wo ein kleines Rinnsal in der Mitte fließt. Auch die mich hier oder könnt ihr das alleine machen? Die Deckenhöhe niedriger ist, als Cederion hoch ist. So, der werte Herr Cederion. Sobald die Treppen nicht mehr bequem sind, kommt er nicht mehr mit. Ist ja gut. Ja, ich möchte nicht, dass ich in der zweiten Strophe des Liedes fehle. Du hast ja völlig recht, Nina. Ja. Na gut. Dann machen wir eine Fackel an, natürlich. Wie sich das gute Abenteuer gehört, die in eine Katakombe oder eine Kanalisation gehen. Gut. Das heißt, versucht ihr irgendwie in irgendeiner Form leise euch zu bewegen oder marschiert ihr einfach drauf los? Habt ihr eine bestimmte Richtung, in die ihr wollt? Sucht ihr nach was? Was ist euer Vorgehen? Ich gucke auch von uns Numidon an, weil er ist der Entdecker und wir wollen was entdecken. Ja, deswegen. Numidon ist auch schon mit der Fackel in der Hand reingegangen. Ja, perfekt. Also an, zack, rein, Fackel hoch, Dolch in der anderen Hand. Einmal kurz einen Finger anlecken und hochhalten und dann. Ja. Gut. Mit dem Wasserfluss oder gegen den Wasserfluss und dem kleinen Rinnsal, das ein wenig streng riecht zu euren Füßen? Mit dem Wasserfluss führt bestimmt zum Fluss, also gehen wir mal entgegengesetzte Richtung, sonst kommen wir einfach nur an der Mündung in den Fluss raus. Gut. Also der Scheiße entgegen. Ja. Nico, würfelst du für mich bitte einmal 2W10? Und ihr könnt, während ihr durch den Untergrund trabt, mir mal einen Wurf auf eure Wahrnehmung geben. Um 2 erschwert, dadurch, dass ihr nur ein bisschen flackerndes Fackellicht habt. Aha, oh. Ja, bei mir auch. Ich habe eine 20, also plus minus 2, plus 26 und ein Triumph. 26 und ein Triumph? Ich bitte 32 und ein Triumph. Power Gamer. Nene, wie ist das Ergebnis bei Nene? Geht zwischen dem Bein, damit ich nicht verschütten gehe. Und Nico hat für mich beinahe einen kritischen Fehlschlag gewürfelt. Ich bin einen Punkt dran vorbei. Dementsprechend, hey, nicht mogeln hier zu meinen Ungunsten. Rein theoretisch habe ich die Möglichkeit, Würfel zu wiederholen, weil der Chat gespendet hat. Ich glaube, ich habe 2 Rerolls und ihr habt auf jeden Fall auch einen. Das heißt, wenn ihr irgendwann im Laufe jetzt des Abenteuers sagt, nee, den spare ich mir auf. Der gerade ist, den nehmen wir so, wie er ist. Ich wollte nur daran erinnern, ihr habt auf jeden Fall auch ein Reroll, das hat der Chat gespendet, dass irgendwann euch, wenn ein Ergebnis euch ganz, ganz überhaupt nicht gefällt, braucht ihr keine Splitterpunkte oder so etwas einsetzen, um an eurer Probe rumzudrehen, sondern ihr könnt einmal auch tatsächlich neu würfeln, wenn ihr das wollt. Ja, das sparen wir für den Darbietungswurf des Baden am Ende des Abenteuers auf, wenn das Lied über uns schreibt. Wenn das Lied über euch geschrieben wird. Okay. Der wichtigste Wurf des Abenteuers. Okay, 2. Ihr habt jetzt 2. Der Bade kann 2-mal neu würfeln.
Was ihr? Stopp, ich möchte noch an der Stelle, wo wir eingestiegen sind, den Zauberalarm wirken, damit uns jemand in den Rücken fällt. Okay. Dann musst du, Alarm ist dann wahrscheinlich etwas, was du kanalisieren musst, während du den Zauber aufrechterhältst, oder ist das einmal ein One-Off? Kostet nur einen Fokus, einfach so. Gut, dann schau einfach mal, ob das gelingt. 12 und 12 sind 24, ich brauche 15, ja. Kein Problem. Auf welche Art und Weise wirkst du deine Magie? Er fasst sich so seine Stirn an, zieht ganz schön die Stirn kraus, murmelt irgendwelche altjurischen Formeln und macht dann so, und dann kommt so ein Lichterschein an dem, in dem Tunnel, und es senkt sich so ein flirrendes Funkeln auf den Gang, und das ist aber nach einer Sekunde dann schon nicht mehr sichtbar. Gut, verliert sich dann wieder. Was du dann, nachdem ihr ein paar Minuten den Gang gefolgt seid, bemerkst, ist erstmal eine Reihe von kleinen Markierungen, so als habe jemand mit einem scharfen Stein oder einer Kralle oder einer stumpfen Klinge in den etwas maroden Backstein, aus dem die Wände hier sind, regelmäßig Markierungen reingeritzt, die aus einfachen Linien bestehen. Und dann, während du drauf schaust, schaust du hoch, und zu deren geht es genauso. Und ihr seht, wie vor euch aus einem Seitentunnel ein Rattling hervorspaziert kommt und tatsächlich mit einem Stolpern ein ziemlich lautes Kratzen von Krallen auf dem Boden macht. Er läuft wie die meisten Rattlinge ohne irgendeine Fußbekleidung, einfach auf seinen Pfoten. Vorwärts stolpert, leise vor sich hin flucht, seine Kapuze, aus der zwei runde Rattenohren hervorragen, wieder zurechtdrückt, sich über seine Rattennase streift und dann weitergeht und von euch wegschaut, ohne euch zu bemerken, obwohl er mit einer Fackel im Gang steht. Geht jetzt für euch den Gang entlang. Furchtbar. Das ist mal gerade. Dann bleibt er stehen, scheint zu überlegen. Ich flüstere zu. Nee, willst du nicht? Ich versuch's mal. Ich gehe auf den Rattling zu. Der dreht sich in dem Moment um und geht in eure Richtung, und du sagst ihm quasi, seid gegrüßt, direkt auf die Nase zu, als er wieder in deine Richtung schaut. Er gibt ein sehr unwürdiges Quieken von sich und springt beide ein Stück rückwärts. Glaub, was? Ich hab ihn kaputt gemacht. Wer? Hab keine Ahnung. Wir wollen euch nichts tun. Versteht ihr meine Sprache? Würfel mal auf Empathie. Plus 21. Er entspannt sich ein bisschen, als du auf ihn einredest. Er wirft zwar einen misstrauischen Blick hinter dir, vor allen Dingen auf Cederion. Aber dann, der tut nichts, der gehört zu mir. Ihr wollt nichts, wollt uns nichts tun. Nein. Im Gegenteil, wir suchen euch. Alle suchen euch. Ihr seid nicht hier wegen den Heilkräutern, die verschwunden sind oder sonst irgendwas? Nein. Ja. Wir haben unsere Heilkräuter. Keine Sorge. Es macht auch nichts, ich weiß da auch nichts von. Da bin ich mir sicher. Ja. Ich bin Rickan. Und was macht ihr denn hier unten? Ihr kommt hier nicht runter. Ihr gehört hier nicht hin. Ihr habt euch sicher verlaufen. Rickan kann euch zeigen, wo es wieder hochgeht. Keine Sorge. In die andere Richtung. Ihr müsst einfach umdrehen. Lieber Rickan, wir haben uns nicht verlaufen. Wir suchen euch. Euch Rattlinge. Suchen Trisser. Die ganze Stadt vermisst euch. Ihr sucht Trisser. Gut, ja. Warum? Wir haben sie so lange nicht gesehen, und ihr guter Freund von oben, der blinde Mann mit dem Stock, der vermisst sie. Und wie heißt ihr Freund, der blinde Mann mit dem Stock? Sintheis, fällt euch ein, dass niemand ihn nach dem Namen gefragt hat. Wir kennen ihn nur als Großväterchen. Das ist eine Art Kosename, den wir Großgewachsenen benutzen. Komisch. Ihr riecht nicht gemein.
Die sind nicht gemein. Wie riechen denn gemeine? Nach Blut und Wut und nach, naja, dieser scharfe Geruch, wenn jemand wehtun will. Ah. Kennt ihr nicht? Rickan kennt das sehr gut. Also, ihr so Trissa geht's gut. Trissa geht's gut. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Dann würden wir uns, glaube ich, gerne selbst von überzeugen. Weil sie hat sich wohl seltsam verhalten, meinte Großväterchen. Oh, fein, ja. Viele verhalten sich seltsam zur Zeit. Viele, viele verhalten sich seltsam. Es sind schlimme Zeiten. Ganz schlimme Zeiten. Mhm. Aber warum? Was ist denn so schlimm? Und warum verschwindet ihr aus der Stadt? Weil jemand uns gerufen hat und wir müssen folgen und dann jagen sie uns die Monster auf uns. Monster? Rickans Freund. Moment, stopp. Ja? Was denn für Monster? Große, riesige Zähne. Und haben Rickans Freund Yorgi verletzt. Was? Das kann Yorgi nicht mehr arbeiten und Yorgi blutet und Trissa versucht ihm zu helfen, aber und also sollten da vielleicht die Leute sich aufregen, weil Heilkräuter verschwunden sind, dann hat Rickan sie für Yorgi genommen und er schämt sich auch nicht. Rickan, wo ist denn Yorgi? Vielleicht kann ich helfen. Ich kann auch heilen. Ihr könnt heilen? Ja, Nene ist sehr gute Heilerin. Ja. Oh, gut, Ohren. Gut. Nene, dann komm. Nene ist nett. Rickan mag Nene. Nene riecht gut. Irgendjemand riecht ja auch nach gebackenem Apfel. Oh, Rickan könnte gebackenen Apfel essen. Ist aber Birne. Nomidon an. Nomidon holt noch so ein Stück raus und sagt, ist aber mit Birne. Oh, Birne ist auch gut. Rickan mag Birne. Rickan hat früher immer Birnen gepflückt, bis der Mann mit der Flöte kam. Er fängt an dran zu nagen, während er sich umdreht und eilig gebückt den Gang hinunterhuscht. Folgt Rickan. Ich flüstere noch zu Nene. Siehst du? Mann mit der Flöte. Ja. Fehlfluch. Die einfachste Erklärung ist immer die richtige, habe ich gelernt. Die einfachste Erklärung ist immer die Flöte. Rickan, was ist denn für ein Mann mit der Flöte? Gibt. Wie er. Er zeigt auf Cetherion. Ein Mensch. Mensch und Mann und dessen Monster und andere Menschen. Und er hat eine Flöte. Und wenn er sie spielt, dann in unseren Ohren, in unserem Kopf passiert irgendetwas. Da kommt eine Stimme rein und sie sagt uns, was wir tun sollen. Und sie bewegt unsere Hände. Und auch wenn wir nicht wollen, Rickan wollte nicht weglaufen. Rickan war froh darüber, Birnen zu pflücken und Erbsen auszulösen und Dinge zu tragen. Rickan ist ein guter und zufriedener. Aber dann kam diese Flötenmelodie und Rickans Beine haben sich von alleine bewegt. Rickan, wie sieht dieser Mann aus? Dieser Mann, der aussieht wie ich. Er ist ein Mensch. Welche Farbe haben seine Haare? Dunkel. Was trug er für Kleidung? Trug er Sachen wie ich? Ich zeige auf meine Rüstung. Oder eher Sachen wie Nene? Ich zeige auf ihre Grube. Was dazwischen? Okay. Nicht so lang. Kein Metall. Oh, ich beschreibe mal den... Farbe von Veilchenblüten. Der Flötenspieler oben von den Schaustellern. Was war das für eine Spezies? Das war ein Mensch und der hatte so ein knallbuntes Narrenkostüm an mit ganz vielen Glöckchen. Das, denke ich, würde er nicht immer in seiner Freizeit tragen. Ich beschreibe dir mal grob, wie er aussieht, so von Gesicht und Haaren, in der Hoffnung, dass Rickan damit irgendwas anfangen kann. Also du beschreibst den Namen? Entschuldigung. Den Narren, genau, also wieder so von Gesicht und Haaren her aussieht. Für die Härtlinge sehen wir doch alle gleich aus. Ja, nein, das, was du sagst, helle Haare, nein, er hatte dunkle Haare, das kann Rickan unterscheiden. Okay. Und seine Kleidung hatte die Farbe von Veilchen. Rickan mag Veilchen. Lecker. Was hatte nochmal von dem Herrn von Grünfurt? Das war lila oder sowas, ne? Ja, der hatte eine violette Wams an. Violett, was ist Veilchenfarben? So ein Blauton, oder? Veilchen sind lila, Uli, lila. Du Stadtkind. Was sind noch mal Veilchen? Das ist doch grün, ist doch eine Pflanze, oder? Also ich kann gerade mal so die Schneeglöckchen und die Maiglöckchen voneinander unterscheiden. Das ist schon nicht schlecht. Dann hört's auf. Ja, die heißen alle Glöckchen. Ist Veilchenfarben denn ähnlich lila wie das, was der Herr von Dunfurt getragen hat?
Grob, ja. Also es gibt Veilchen, die Farbe haben. Hat der dunkle Haare? Ja. Ich beschreibe den mal so von Gesichtszügen und Statur her, ob das vielleicht hinkommt. Sind Menschen unterschiedlich außer Haarfarbe? Ja, für uns einfach weiterblickern. Ja, kommt hier. Der Fall ist ganz klar. Der Herr von Grünfurt, der hatte Schmuck. Und zwar wertvollen Schmuck, hast du, glaube ich, eben beschrieben. Ich beschreibe mal den Schmuck. Vielleicht achtet er auf sowas eher, weil er glänzende Sachen vielleicht mag. Weil er ein Dieb ist. Und sag's doch. Du hältst alle Radlänge für Diebe. Das ist eine Vorurteile hier. Oh, Rickan erinnert sich. Er trug an der einen Hand einen Ring mit einem roten Stein. Ich würde sagen, ein Granat, aber nicht von bester Qualität. Rickan mag Kunst. Er schaut sich gerne Ausstellungen an. Ja, seht ihr? Eben, das wusste ich. Ja. Ihr seid so empathisch. Trug der Herr von Brünfurt einen? Ja. Okay, auch. Albische Machart, ich würde sagen, vor so ungefähr 50 bis 60 Jahren gemacht, da war es gerade in Mode, dass da immer so diese relativ einfachen Augensymbole drauf waren. Ich würde sagen, sehr albisch ursprünglich, ja. Der Fall ist klar, wir können eigentlich wieder umdrehen und zu der Herrin gehen. Nein. Müsst Jorgi helfen. Hast du Jorgi vergessen? Ach so. Ja, Entschuldigung. Rickan. Als du die Flötenmusik gehört hast und sich deine Beine und Arme bewegt haben, was hast denn du da gemacht? Erinnerst du dich daran noch? Oh, Rickan hat auf dem Feld gearbeitet mit seinen 3 Schwestern und 4 Brüdern. Und wir haben gerade neue Früchten gezogen für eine frische Aussaat von diesen Wurzeln, diesen leckeren Wurzeln. Und, Kartoffeln. Rickan mag Kartoffeln. Ja, Möhren. Und haben dann die Erde angehäuft, um die frischen Triebe und neue Furchen gezogen für andere. Und dann mittendrin, und Rickan ist erstarrt. So als hätte man Wachs über ihn gegossen. Und dann hat er sich auf einmal bewegt. Und dann musste er dem Mann mit der Flöte folgen, unter die Stadt. Was hast du gemacht, als du dem Mann mit der Flöte gefolgt bist? Weißt du das noch? Was ich gemacht habe? Ja, der wollte doch bestimmt, dass ihr irgendwas tut. Er hat in eurem Kopf hat eine Stimme gesagt, ihr müsst irgendwas tun. Oh ja, der lässt uns graben. Ja. Wo? Hier unten? Ach ja, sicher hier unten. Deswegen hat er wohl Rattlinge genommen, weil wir Rattlinge uns hier unten wohl auskennen. Rattlinge wissen über den Boden Bescheid und sie können graben. Nicht so schön wie Zwerge, aber schnell sind wir. Zwerge sind langsam. Ich drehe mich zu Zwerge sind gründlich. Gründlich sind wir. Ich sage, entweder er versucht irgendwas Drachlingsruinenmäßiges auszugraben, oder nein, ich weiß was, ich habe die Lösung. Er versucht, Mondstein zu finden, der hier runtergekommen ist, einst. Ja, wegen der Sage da. Ja. Mit dem Mondstein. Und außerdem versucht er, die Herrscherin der Stadt schlecht dastehen zu lassen, weil er selbst der Herrscher will. Und macht deswegen Stimmung dagegen. Und das ist Beherrschungsmagie, deren Reichweite verstärkt wurde durch einen Melodieträger. Das ist ganz klar. Klarer Fall gelöst. Wir helfen jetzt noch hier dem kleinen Menschen, der kleinen Ratte, und dann sagen wir das. Nein, wir müssen es ja nicht nur sagen. Im dritten Akt des Liedes muss es ein großes Finale geben, wo wir ihn damit konfrontieren, er seine Schergen gegen uns schickt und wir sie besiegen. Und das ist besonders schwierig, weil das sind die Rattlinge, die beherrscht sind und eigentlich unschuldig. Und das heißt, darf Rickan den Teil des Liedes überspringen? Ja, darfst du, Rickan. Wir sind übrigens da. Oh, schön. Ah. Er öffnet eine weitere halb in der Wand verborgene Tür, wo im ersten Moment ihr gedacht hättet, das ist wieder nur ein weiterer Teil von dem ziemlich bröckeligen Mauerwerk dieses Ganges, dem ihr ein Stückchen gefolgt seid und der dabei auch immer schmaler geworden ist. Aber tatsächlich stellt ihr dann fest, dass es aus irgendwie geflochtenem Material ist und dann hat jemand auf der anderen Seite ziemlich kunstfertig aus Schlamm ein falsches Bauerwerk dran gebaut. Er öffnet das Ganze und schlüpft behende rein. Numidon und Nene müssen vielleicht ein bisschen sich drehen, um durch den engen Gang zu kommen. Und Cedarion wird auf allen Vieren kriechen müssen. Es bleibt nichts anderes übrig. Entweder das oder draußen warten. Aber du siehst, dass auf der anderen Seite es wieder größer wird und euch flackert auch angenehm warmes Licht entgegen von irgendwelchen Öllämpchen. Im Schlamm zu warten. Wer dem Rattling folgt, Rickan, kommt tatsächlich in eine kleine Höhle.
die ihr größtenteils natürlich ist und dann zu einem Teil aufgemauert worden ist und erweitert worden ist und die sehr viele runde Formen hat und wo eine ganze Reihe von kleineren Abteilen mit Vorhängen und mit einzelnen kleinen Stellwänden aus Weidenruten abgeriegelt wurden und wo euch aus allen Ecken und Richtungen schwarze Knopfaugen entgegenschauen und zuckende große runde Ohren als Dutzende von Rattlingen dort beisammen hocken. Und weiter hinten seht ihr eine Rattlingin mit mehreren Ketten, die sie umhängen hat, aus verschiedensten relativ einfachen Perlen, die aus Holz und Knochen und dergleichen gedrechselt wurden, die sich über jemanden neigt, einen Rattling, der auf einer Liege nicht ruht, sondern sich hin und her windet und dabei leise Schmerzenslaute von sich gibt. Und ihr könnt sehen, dass eins seiner Banne regelrecht zerkaut worden ist von etwas. Sie leise auf ihn einredet, wenn sie versucht, ihm einen Verband anzulegen. Nene, wenn du ihn heilst, dann versuch doch mal mehr über diese Monster herauszufinden. Erstmal muss ich ihn heilen. Die Monster passen noch nicht richtig ins Bild, Selerion, oder? Ja, außer es sind Feenmonster, die mit der Feenflöte gekommen sind. Ja. Oder Krokodile. Vielleicht hat er einfach Krokodile gekauft. Klingt logisch. Ich bewege mich mal auf Jorgi zu. Ja, Rickan läuft vorne weg und flüstert der Rattling, die sich jetzt auch umdreht und würdest sagen, es ist eine Frau, ist aber für dich nicht immer ganz so leicht zu sagen bei Rattlingen. Die aber auch graue Haare um ihre Schnauze hat und ein bisschen gebückter geht als die anderen, was du als Alter interpretierst. Trissa, das ist Nene. Nene ist eine Gute. Und das ist Nomidon, der hat mir zu essen gegeben. Und das ist Cederion, der macht keinen Ärger. Und das ist auch das Beste, was man ihm sagen kann. Ja. Hallo, Nene sagt, sie kann helfen. Nene kann heilen. Genau. Was genau ist denn hier vorgefallen? Oh, Trissa neigt kurz ihre graue Schnauze vor dir und schließt ihre Augen halb, um dich dann wieder sehr aufmerksam zu mustern. Jorgi ist von einem Monster angegriffen worden, heißt es. Was denn für ein Monster? Jorgi auf der Liege richtet sich halb auf. Größer als ich, riesig und nur Muskeln und Fell und so viele, viele, viele Zähne. Es hat mein Knochen einfach, es hat draufgebissen und es hat knack gemacht. Kann man das an der Wunde vielleicht sehen, irgendwie? Das kannst du natürlich gerne versuchen. Das wäre eine Probe auf Heilkunde, wenn du an der Wunde genauer herausfinden willst, was das ist. Oder andersrum, wenn du einfach dir anschauen willst, so und so viele Zähne und dann sozusagen durchzählen, welche Tiere du kennst, die dazu passen, wäre es Tier. Oder Naturkunde wahrscheinlich. Naturkunde, oder? Genau. Ja. Nicht Tierführung. Du willst ja nicht dressieren. Ja. Was willst Jorgi nicht dressieren? Würde also auch gehen, eventuell, aber ich versuch's mal mit Naturkunde. Gut. Kann ich ihn dabei unterstützen? Mhm. Dann gib du mir doch mal einen Wurf auf 15 und der Franz kriegt dann einen, wenn es dir gelingt, muss dann nur gegen 18, ansonsten gegen 20. Ich habe eine 17 also geschafft. Gut. Beziehungsweise Franz kriegt einen plus 2 dann auf seinen Wurf durch die Unterstützung. Während Cederion, ich glaube, das ist ein Eckzahn gewesen hier. Dann habe ich eine 21. Eine 21. Während wir da so stehen und darauf deuten und so drin rumbohren. Und nicht rum. Du würdest sagen, das war ein Hund, aber ein ausgesprochen großer, ein Kampfhund. Das tue ich kund. Wissen kundtun. Ich sage so zu den anderen, ohne das irgendwie runterspielen. Ich glaube, das war ein sehr großer Hund. Ein Kampfhund. Kampfhund oder ähnliches. Ja, ich habe in Sarnburg gibt es ganze Kampfhundringe in den Vororten. Die sind teilweise, heißt es, kalbsgroß. Habe ich selbst noch nicht gesehen, aber. Ja, die würden so ein Rattling ja überragen, ne? Ja. Jorgi nickt fleißig. Ja. Wie ein Hund. Aber furchtbar riesig. Keiner von diesen kleinen, flauschigen Monsterhund. Darf ich mir die Wunde mal genauer ansehen, Jorgi? Mhm. Wenn Nene vorsichtig ist, er streckt mit einem leisen Stöhnen sein Bein etwas weiter aus. Ich würde gerne mit Heilmagie heilen, mit leichter Heilung, an den Zauber leichter Heilung. Mhm. Aber ich habe tatsächlich eine Regelfrage. Ich weiß nicht, ob ich zu lange nicht mehr Schlüsselmund gespielt habe, aber was ist eine Kräftigung? Das hat mir Adrian erklärt in Vorbereitung auf diese Runde. Er hat gesagt, Vorsicht Franz, wenn ihr das spielt, wir haben ein paar Sachen geändert.
Los im Brief, ja, schön, ich nicht. Ja, also man kann nur eine bestimmte Anzahl von Heilungen machen, bis man wieder ruht. Und das ist ein Wert, den du hast. Der steht über deinem Fokus auf deinem Heldenbogen und der sagt dir, der hängt von deiner Konsti ab und sagt dir, wie oft du quasi geheilt werden kannst oder natürlich heilen kannst oder mit Heilkunde oder mit Heilmagie das machen kannst, bis du schlafen musst. Das ist quasi so eine Begrenzung, ein Limit dafür. Ah, okay, weil leichte Heilung macht nämlich halt Lebensenergie KR, ich nehme an, das steht für Kräftigung, plus 8. Das heißt, er könnte einfach besser regenerieren, richtig? Nee, du gibst eine Kräftigung aus, die ist normal plus 3 und mit dem plus 8 ist sie dann auf 11. Ja, es ist tatsächlich eine reguläre Heilung. Es gibt natürlich auch, es gibt auch einen anderen Zauber, beziehungsweise wenn du ihn normal behandelst, wird einfach seine Erholung verbessert, aber in dem Fall heilst du ihn tatsächlich. Ah, okay. Ich beliebig viele Tränke einfach am Tag nimmst und dich immer wieder hochzüchtigst, genau. Und irgendwann ist halt Schluss. Ah, okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich bin sehr froh, dass Adrian das erklärt hat, weil ich wäre jetzt tatsächlich kurz ins Rudern gekommen, ganz ehrlich. Ich habe das gelesen und gedacht so, wow. Vielleicht soll das nochmal ein Jahr weg und dann... Ja. Alles vergessen. Sie haben Splittermond geändert. Warum hat jemand die Mathematik geändert? Ich habe gesehen, es gibt auch keine Verletzung mehr, wie wir sie kennen, sondern du bist jetzt einfach ab der Hälfte, bist du verletzt und kriegst Ah, okay. Ja. Anyway, würde ich jetzt auf Heilmagie würfeln. Mit dem Zauber leichte Heilung. Mhm. Der hat eine Schwierigkeit von 21. So, ich habe einen 9 gewürfelt. Ich habe 13 in Heilung. Und damit habe ich 22. Ja. Man muss sich ja nicht unnötig anstrengen. Nee. Knapp geschafft. Pferd springt nicht höher als muss. Ne? Ja, bitte keine Sprüche über Pferde oder Fohlen, gerade in Nicole von meiner Gegenwart. Warum? Will ich die Geschichte dazu wissen? Nee, es geht nur um die Brust, ja, Nicole. Oh. Okay. Oh, lieber, was hast du gesagt? Jetzt bin ich ein bisschen sehr schlecht gelaunt. Das ist selten in Streams. Gut, also ja. Es gelingt dir, ihn zu heilen. Ich lege meine Hände auf das Bein ganz vorsichtig und ich gucke Jorgi dabei auch wirklich ganz beruhigend an und wirke langsam meine Magie und lasse es in ihn reinstrahlen und es sollte zu einer sichtlichen Verbesserung seiner Beinwunden führen. Tatsächlich unter deinen Händen, als du sie sachte knapp über der Wunde bewegst, siehst du, wie sie anfangen, sich zu schließen und die einzelnen der Knochen mit leisem Knacken sich richtet. Jorgi gibt ein von sich und dann wachsen langsam Sehnen und Muskelfasern wieder zusammen. Und am Ende ist die Wunde vielleicht nicht ganz weg tatsächlich, aber sie sieht aus, als hätte sie schon einige Tage Zeit gehabt zu verheilen und wäre dabei gut behandelt worden. Jorgi neigt sich vor, mit sehr großen dunklen Augen, schaut dann hoch. Danke. Fühlt sich besser? Oh, viel besser. Jorgi kann wieder stehen. Jorgi kann... Nein, sagt Trissa. Jorgi bleibt liegen. Ah, ihr seid Trissa? Ich bin Trissa, ja. Ihr seid die Freundin von Großväterchen. Großväterchen? Und den blinden Mann mit dem Stock. Aber euch dauert es länger, bis man Großeltern wird. Ja. Tarmul, mein Freund aus der Stadt, ein Mensch. Sie sagt, mein Mensch. Er vermisst euch. Ihr wart lang nicht mehr oben, ne? Ja, ich werde hier unten gebraucht, während wir immer wieder durch die Musik gezwungen werden. Ihr alle werdet oben gebraucht. Die Stadt ruht auf euren Schultern. Ja, aber Numidon, solange sie in Gefahr sind, können wir sie nicht wieder da hochschicken. Wer weiß, was... der nicht so ehrenwerte Herr von Drünfurt sonst tun würde. Wir müssen ihn erst konfrontieren und ihm das Handwerk legen und dann können sie wieder hoch. Könnt ihr uns denn zeigen oder beschreiben, wo ihr hier grabt? Oh, ja, sicher. Rickern. Hey, Rickern. Du kannst ihnen doch sicherlich zeigen, wo das ist, oder? Rickern zuckt mit seiner Nase und den Barthaaren drumherum. Rickern weiß, wo das ist, ja. Kann euch zeigen, aber Rickern will nicht ganz hingehen. Sonst hört er wieder den Ton und dann wird Rickern wieder graben müssen. Oder noch viel schlimmer, mit euch kämpfen und das will Rickern nicht. Verstopft ihr die Ohren?
Und das hilft? Bestimmt. Ich weiß nicht, ob das... Also, es ist... Pass auf, du stopfst dir was in die Ohren. Nomidon aus seiner Tasche holt er so Zeug, also Kerze, knibbelt so Wachs zusammen, improvisiert irgendwelches Europax und sagt, und du gehst und wenn wir nicht weitergehen sollen, machst du einfach so. Und wenn wir weitergehen sollen, machst du so. Und dann brauchst du uns nicht hören. Ja, aber euch will ich ja hören. Ich will die Flöte nur nicht hören. Ja, aber du hörst ja gar nichts, wenn du was in den Ohren hast. Nein, Rickern wird euch zeigen, wo ihr denn weitergehen müsst. Das können wir auch machen. Es ist eine magische Flöte. Wer sagt, dass Wachs dagegen hilft? Mhm. Das magische Wachs. Ist das magische Wachs? Ich gucke mir das Wachs genau an. Und damit wäre jeder Ansatz, den Radling davon zu überzeugen, leider ins Wasser gefallen. Es sieht nach ziemlich normalem Wachs aus, ja. Als habe da jemand ein paar Reste von Bienenwachskerzen zusammengeknetet. Ich gucke Sederion an. Ja, du musst mich nicht so angucken. Du versuchst normalen Wachs als magisch zu verkaufen. Bezahlen wird Rickard schon gar nicht. Nein, ich habe es ihm ja geschenkt. Ich nehme das Wachs, aber ich bringe euch trotzdem nicht direkt hin. Komm. Ist okay. Ja. Wenn ihr tatsächlich euch anschließen wollt, Trissa hält noch kurz Nene ganz vorsichtig mit einer schmalen, ältlichen Hand fest. Danke. Gibt nicht viele, die hier runterkommen würden und das machen. Gerne doch, ihr habt uns auch sehr geholfen. Ich hoffe, dass ihr uns helfen könnt. Das hoffe ich auch. Es geht ein wieder raus auf Händen und Knien im Fall von Sederion. Und durch eine ganze weitere Folge von Gängen und schließlich ein paar Stufen hinab, knietief für die Gnomen und den Zwerg und für Sederion halt so Mitte Unterschenkel tief durch Wasser, bis sie auf der anderen Seite ein paar Stufen wieder hochgeht und ihr dann tatsächlich einen schwachen Fackelschein ausmachen könnt, der von mehreren Windungen voraus als ein leises Echo regelrecht von Licht euch entgegenkommt. Und da hockt sich Rickern auch hin, reibt die Hände aneinander und sagt, und wenn ihr jetzt geht, dann ist da ein Durchgang nach rechts und dort graben sie. Und haben keine Angst, weil hier unten sind nur Rattlinge und Rattlinge, den spielt sie auf der Flöte vor und dann tanzen wir und arbeiten. Aber Rickern, sind gerade Rattlinge dort und arbeiten für sie? Oder seid ihr alle drüben? Nein, sind immer welche dort. Okay. Gut. Rickern. Wartet hier? Rickern wartet hier. Ich drücke ihm 3 Tenare in die Hand. Was soll Rickern dafür für euch kaufen? Nichts, das ist für dich. Dafür, dass du uns hierher geführt hast. Das ist ja gefährlich. Rickern wartet hier und führt euch gerne auch wieder zurück. Und das Wachs. Ja. Er kaut auf dem Wachs rum, das unter seinen scharfen Schneidezähnen sehr schnell weich gebröselt wird und stopft es sich dann in die Ohren. Ich kann euch nicht mehr hören! Kann einer von euch gut schleichen, frage ich die anderen beiden mal. Ich zeige auf meine Rüstung. Ich bin schnell und tollkühn, aber ich kann nicht schleichen. Dann würde ich sagen, rein da, ne? Ja. Das heißt, ihr gebt euch keine Mühe, euch anzuschleichen, weil ihr es aussichtslos findet. Die Musik im dritten Akt, die wird wahrscheinlich nicht so langsam und getragen am Anfang sein, sondern direkt so richtig mit Schellen. Mit einem Beckenschlag fängt es an. Für eine gute Idee, ja. Vielleicht sollten wir aber erst jetzt den dritten Akt machen, statt das Knien zu planen. Ja. Wenn wir hier schon reinpoltern, können wir es auch musikalisch einfach mal aufnehmen. Ja. Hast du in diesem Beutel noch zufällig Schellen? Nein. Oh, ganz wichtig, wenn diese Rattlinge uns wegen dieser Musik versuchen sollten anzugreifen, dann wir tun ihnen nichts, ne? Passt bitte auf. Wir nehmen den Knauf und betäuben sie nur. Ich kann ihnen eh nichts tun. Das ist die richtige Einstellung. Das ist gut. So solltet ihr denken, genau. Gut. Wenn ihr euch dann jetzt in die Richtung ohne Schleichen und irgendwelche Umwege begebt. Es ist tatsächlich, wie Rickard gesagt hat, nach ein paar Schritten um eine Biegung herum seht ihr rechts einen Durchgang.
und hört dahinter tatsächlich auch das Geräusch von Hacken und von scharrenden Bewegungen und das Klappern von Stein und Geröll, das hinher gearbeitet wird. Und dann eine Stimme, wer kommt denn? Kommen da schon wieder irgendwelche? Wir sind doch noch gar nicht so weit, dass wir irgendwie eine Ablösung besorgen, oder? Und dann... Numidon versucht nach... Schild und Schwert schon in der Hand, ne? Mhm. Numidon versucht nachzumachen, dieses Geschnatter und Gezeter, was er vorhin von Jörgl oder wie er sie es gehört hat. Das war Rikan, unser guter Freund Rikan. Ja, Rikan. Also, Numidon hat eine sehr gute Wahrnehmung, da hat sich das bestimmt gut gemerkt, wie das klang. Okay. Ist das Redegewandtheit? Nicht wirklich. Ja, da fällt ja auch Schauspielerei bei Spielsommer und drunter, also würde ich das vielleicht darüber machen, ne? Gibt es in den Einstiegsregeln nicht, Schauspielerei. Das gibt es ja auch nicht. Das fällt ja immer, auch in großen Regeln, unter Redegewandtheit. Unter Redegewandtheit, okay. Ja. Gut. Na dann redegewandt dich mal auf Rattlingisch. Ja, da mache ich direkt einen Risikowurf. Okay. Ja, das hätte ich mir auch. Ist egal, Durchschnittswurf. 20. Du hörst ja auf der anderen Seite jemanden sagen, Rattlinge, kommt rein, ihr kleinen Scheißer. Ich halte ja noch mal an und flüstere so ganz leise, sollten wir einen tollen Spruch bringen, wenn wir auf die Ecke kommen? Hat einer gerade was? Mach einfach. Oh ja, lass mich vorgehen. Ich springe um die Ecke und sage... Die Musik hat ausgespielt. du siehst in einen Raum, wo am anderen Ende tatsächlich mehrere Schutthäufen sind. Tatsächlich hat er so 8 bis 10 Schritte Durchmesser, grob rund, mit einer Decke, wo man tatsächlich auch als Mensch aufrecht stehen und sogar mit einem Schwert ausholen könnte. Und du siehst tatsächlich eine Gruppe, ein halbes Dutzend Drahtlinge, die auf der anderen Seite mit Spitzhacken und Hacken und anderem Werkzeug arbeiten und einen Tunnel gegraben haben, wo auch mit Eimern Geröll rausgeschafft wird und 2 Söldner, die dir auch durchaus bekannt vorkommen und einen Herrn von Drünfurt, die alle jetzt sehr verwirrt in deine Richtung schauen, als du mit diesem Spruch und voll ausgerüstet mit dem Schwert und Schild bereits in den Händen um die Ecke kommst, obwohl sie mit Rattling gerechnet haben. Und ihr seht 2 Hunde, die zwar an Ketten sind, aber diese Ketten führen nur zu einem Haken in der Wand, wo sie leicht losgemacht werden können, die jetzt mit einem Grollen auch aufschauen. Und einer von den Söldnern sagt, was zur... Und wir gehen in die Initiative. Jetzt brauchen wir die Tickleiste, Nico. Und ihr könnt dem Nico schon mal sagen, was eure Initiative ist. Und auf das Feld, das dieser Zahl entspricht, kommt jeweils der Marker für euren Charakter. Irgendwie funktioniert aber noch wie früher, ja? Du musst nicht mehr werfen, du hast einen festen Wert. Du hast einen festen Wert tatsächlich. Also nein, okay. Ja, der berechnet sich tatsächlich einfach aus deiner Geschwindigkeit, glaube ich. Alles klar, dann ist meine Ini, wo steht es denn jetzt nochmal? Die Initiative, Sekunde. Ich habe 9. Ja, genau, die steht bei den abgeleiteten Werten. Numidon ist 8. Ich bin 5. Die schnelle Nene. Also wir haben ja bestimmt eine Überraschungsrunde, ne? Tatsächlich hättet ihr die eigentlich in den, sozusagen, wie es vorgesehen ist, nicht. Aber dadurch, dass ihr das mit den Rattlingen vorgetäuscht habt, schon. Das heißt in diesem Fall, dass wir alle unsere Söldner um 10 Ticks nach hinten schieben und ihre Initiative wäre normalerweise... Da, es wäre nochmal eine 6, das heißt, die starten auf der 16. Das sind 2 Söldner auf der 16. Und ich habe dir ja noch irgendjemand mit einer Kapuze hingelegt. Die Person steht jetzt für unseren Herrn von Drünfurt. Auch auf der Sekunde 17. Der ist sogar noch langsamer. Habt ihr da jemanden mit einer Kapuze hingelegt? Das ist immer gut. Genau. Ich hab Nico ein paar von den Markern bereitgelegt. Das heißt, wir fangen an mit Nene. Die ist bei 5 direkt dran. Was hast du vor? Was möchtest du tun? Abwarten, weil ich garantiert nicht auf irgendwen draufstürmen werde. Hast du keine Kampfzauber oder sowas? Nein. Okay. Gar nichts, was irgendwie im Kampf hilft. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas Cooles machen kann, Cleveres, aber
Okay. Abwarten. Das heißt, du wartest darauf, dass irgendjemand anders agiert und steigst dann wieder ein. Steig dann ein in dem Moment. Gut. Dann war der nächste Nomidon, oder? Ja. Wo ist... Da ist der Untergrund, das ist alles Wasser, oder... Nein, das ist tatsächlich ein fester Boden hier, der aus dem lehmigen, steinigen Untergrund herausgeschlagen worden ist. Dann möchte ich dem nächststehenden Söldner die Fackel, die ich noch in der Hand habe, entgegenwerfen. Okay. Erstens, damit es hier in dem Raum hell bleibt und damit ich beide Hände für meinen Kampfhammer frei habe. Gut. Dann. Gut, du musst sie nicht bereit machen. Das ist immerhin schon mal etwas. Das heißt, das ist eine Aktion, die dich 3 Ticks kostet, dass du einen Fernkampfangriff machst, indem du die Fackel auf diese Person schleuderst. Und du versuchst dabei, die Verteidigung zu treffen von dem Söldner. Ja, das wird mir nicht gelingen. Also ich werde nicht groß Schaden machen, aber ich werde vielleicht ein wenig ablenken. Ja. 15, 14, 19. Ja, tatsächlich, du senkst ihm ein paar Haare an, als er mit einem Was soll er? Hier sind Zwerge, die mit Fackeln werfen! Zur Seite ausweicht und die Fackel landet hinter ihm. Es ist aber trotzdem immer noch hell genug in dem Raum, dass du dadurch jetzt keinen Nachteil hast. Du hast eine Fackel verloren und du hast ihn abgelenkt. Du hast ihn zwar nicht getroffen, aber ich würde sagen, dass wir ihn dafür vielleicht noch mal 2 Ticks nach hinten schieben. Das ist von mir jetzt relativ schnell handgewedelt. Genau, okay. Das und heißt, wie viele Ticks kosten mich das? 3. Die normalen Auslöseticks, okay. Genau. Ja. Nico, magst du unseren Numidon 3 Ticks nach vorne schieben und einen von den beiden Söldnern 2 Ticks? Damit sind wir bei Cederion, der bei der 9 platziert ist. Was möchtest du tun? Du siehst, Nene hält sich erstmal zurück und beobachtet das ganze Geschehen aufmerksam. Die beiden Söldner sind dabei, dass ihre Hände zu ihren Waffen gehen, während der eine sich über Fackeln werfende Zwerge wundert. Und du siehst, dass im Hintergrund der Herr von Drinfurt anfängt, etwas aus einer kleinen Tasche herauszuziehen. Und du kannst ein metallenes Röhrchen aus... Der zieht eine Flöte heraus aus seinem Futteral. Ich würde tatsächlich bereithalten... Und den beiden Söldnern sagen, wenn ihr die Waffe zieht, seid ihr tot. Und bereithalten, dass wenn einer seine Waffe ziehen will, schlage ich zu. Gut. Du möchtest also tatsächlich, ist das nur eine Ansage für dich, sodass du sozusagen einem Gegner das klar machen willst, oder willst du sie tatsächlich beeinflussen? Nee, ich kann natürlich auch ihnen sagen, dass ich das wirklich, wirklich ernst meine. Gut. Das wäre dann Überredegewandtheit was? Oder? Ich würde das Überredegewandtheit regeln und die versucht mit ihrer Entschlossenheit gegenzuhalten. Nico, würfel doch nochmal 2 W10 für mich. Ja, ich nehme an, dass ich adlig und hübsch bin, hilft mir nicht. Doch, dass du adlig bist, hilft dir. Das sind ja einfach Söldner, die ohnehin schon für den Adligen arbeiten. Und jetzt kommt ein strahlender Ritter um die Ecke. Das heißt, du kriegst plus 2. Ja, gut, dann. Das ist der Wurf, eine 7 und eine 3, eine 10. Ich mache einen Risikowurf, komm, wenn dann richtig. Okay. Und verhaspelst du dich nicht. Das ist vielleicht auch ganz gut, die sind nämlich gar nicht so unentschlossen. Ich habe allerdings eine 10, eine 10 und eine 9. Die 9 nützt mir gar nichts mehr, also Triumph. Und ich habe außerdem in diesem Fall noch Redegewandtheit 14, also ich bin bei 34. Einer von denen sagt, schaut zu dem Herrn von Drinfeld und sagt, mit einem Ritter lege ich mich nicht an, ich bin nicht wahnsinnig. Und macht ein paar Schritte zurück, die Hände erhoben in Richtung von den bellenden, kläffenden Hunden. Nett. Da hätte mir auch ein Reroll nichts gebracht. Ich dachte, das war schon gar nicht so schlecht, meine 10. Aber damit Cederion vorneweg mit Schwert und Schild in der Hand hat einen schon direkt mit Worten dazu gebracht, zumindest einen Schritt zurückzumachen und erstmal den Kampf abwarten zu beobachten. Du verzögerst ansonsten? Ja, ich halte bereit quasi. Wenn der andere doch seine Waffe zieht, schlage ich zu. Gut. Bei der 16 fängt der Söldner an, seine Waffe zu ziehen. Ich schlage zu. Das kostet ihn... Bin ich nicht vorher dran? Ja. Stimmt, du hattest über 3 Ticks dich nur bewegt. Das heißt, du bist vorher noch dran. Bei 12, ne? Müsste ich nämlich sagen. Was zu sagen? Ich würde Cederion 2 Ticks schieben, aber danach geht er ja ohnehin sozusagen in Abwarten. Da gibt es ja das Bereithaltefeld eigentlich für. Das Bereithaltefeld, genau. Schubst mal Cederion. Das Abwartefeld?
Ja, es gibt ein Bereithaltefeld, wo du ihn also hinschubsen kannst. Ich weiß nicht, ob es eine Einsteigerregel eventuell nicht gibt, da bin ich gerade nicht sicher. Also auf der Tickleiste, Tickleiste ist auf jeden Fall ein Feld, wo man Leute hinschieben kann, die gerade nicht woanders hingehören. Aber woher weiß ich denn, normalerweise? Weil er wieder einsteigen wird, wenn jemand anders was tut. Okay. Das ist quasi eine Bedingung. Er hat einen Trigger definiert. Dann ist sie da auch, ne? Genau, da ist Nena auch. Nur der Unterschied zwischen Abwarten und Bereithalten ist, Nene kann jederzeit sagen, ich steige ein und ist dann nach der aktuellen Person dran. Ich kann das auch machen, aber ich kann jemanden unterbrechen, wenn genau das passiert, was ich angesagt habe. Aber ich dachte, die vollen Regeln. Gar nicht, weil das war das, was ich eigentlich haben wollte. Nein, legt Nene da auch hin und es gilt für beide. So. Ja, okay. Sobald etwas passiert, können sie unterbrechen. Tatsächlich wollte ich nämlich einstreiten, der... Wie ist er vom Drünfort, als er die Flöte zieht? Mhm. Wie das, ist dann bei, das ist bei 17, das ist ein Tick nach dem Söldner, der das Schwert zieht. Okay, dann melde ich schon mal an, würde ich gerne dort einsteigen und reagieren. Gut. Bei 16 zieht der Söldner sein Schwert. Nee, immer noch der... Immer noch. Sorry, dass wir so verwirren kann. Ja. Ihr seid entschuldigt. Es ist auch spät, wir hatten alle schon einen relativ langen Tag. Also. Ja. Ich weiß nicht, wie groß der Raum ist, aber ich würde mich gerne zwischen die, wo die Hunde festgekettet sind und die Leute, die sie losketten gehen, bewegen. Der Raum hat so 8 bis 10 Schritt Durchmesser, der ist nicht ganz gleichmäßig rund. Dann brauche ich eine Bewegungshandlung dafür. Genau, mit einer normalen Bewegung kannst du tatsächlich dahin kommen. Dann stehst du zwischen dem einen Söldner, der zu seiner Waffe greift, der andere Söldner ist selber auf dem Weg zu den Hunden und zieht sich gerade eben dann ein bisschen draus zurück. Das heißt, du würdest dem quasi entgegenlaufen. Ja, also ich möchte so, dass quasi die nicht an die Hunde, die losmachen können, da möchte ich dazwischen stehen. Wer die Hunde losmachen will, muss an mir vorbei. Gut. Und ich habe dabei einen Zweihandstreiter in der Hand. Das heißt, du läufst das in 5 Ticks. Ja. Damit bist du auch bei der 16. Was möchtest du bei der 16 machen? Nee, der ist ja der andere. Der andere ist immer, der vorher dran war. Und weil Uli verzögert hat, ist sogar Cederion als erstes dran. Dessen Hand ist also jetzt am Schwertgriff. Er beginnt, das Schwert zu ziehen. Cederion tut was? Du greifst ihn an. Mit der 25 hast du ihn auch, Sekunde, wieder in die andere Richtung blättern. Hast du ihn damit getroffen? Ja, mit deiner 25 hast du einen Treffer gelandet. Ja, ich gehe 8 Ticks vor. Mhm. Ja, geil. Und ich mache 5 Schaden. Auf eine 1 gewürfelt. Gut. Und dabei rufe ich noch letzte Warnung. Gut. Die letzte Warnung ignoriert er. Und er zieht sein Schwert. Das dauert 5 Ticks. Magst du den Söldner bitte einmal 5 Ticks verschieben? Und jetzt ist Numidon wieder dran. Der andere Söldner ist immer noch zurückgetreten und hat die Hände gehoben, greift nicht nach seiner Waffe und scheint aus der ganzen Sache raus zu sein wollen. Der andere macht keinen Schritt in Richtung Hunde. Was möchtest du tun, Franz? Dann gehe ich auch auf Ulis Gegner zu. Erreiche ich den mit 2 Metern und Angriff? Ja, das ist nah genug dran. Ja, dann versuche ich ihn die Kniescheibe zu zertrümmern. Regeltechnisch versuche ich ihn umzureißen. Okay, das heißt, wir haben ein Manöver. Malvi, eine Frage. Gibt es eine Einsteigerbox einen Überzahlbonus? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich tatsächlich, Moment, ich glaube nicht. Nein, taktische Vorteile. Doch, Überzahlbonus. 1 Punkt pro überzähligen Kämpfer. Das heißt, Franz bekommt ab jetzt mit Numidon einen Bonus von +1, weil er und Cederion gemeinsam gegen denselben Gegner kämpfen. Ja, beziehungsweise es wird immer global gerechnet über Kampfteilnehmer, aber wir sind ja gerade 3 gegen 2, weil sich der eine Söldner heraushält. Also ja, genau. In dem Kampf, der gerade stattfindet, sind 3 Leute beteiligt und ihr seid in der Überzahl um 1. Ja. Gut. Du möchtest ein Manöver durchführen. Ja. Also ich gehe gegen seinen körperlichen Widerstand. Wenn ich treffe, kriegt er nur halben Schaden. Aber du möchtest ihn zu Boden werfen. Genau, dann muss er einen Widerstand machen gegen das zu Boden gehen. Mhm.
Das sind 9 und 9. 18 plus 10 sind 28. Damit dürfte ich ihn getroffen haben. Damit hast du ihn absolut getroffen, ja. So. Das heißt, er muss jetzt versuchen, auf den Beinen zu bleiben. Ihr seht, ich bin auf der Suche nach dem richtigen Manöver, um zu wissen, wie hoch er würfeln muss. Ah, die Kampfmanöver sind weiter vorne. Und da sind wir an dem Punkt, es wurde vorhin gefragt, wie einfach ist eigentlich das System von Splittermond? Es gibt einfachere. Ich sage das einfach mal so neutral wie möglich. Athletik gegen 20. Athletik gegen 20. Vielen Dank, in der Sekunde habe ich es gefunden, umreißen. Das war gegen den körperlichen Widerstand. Mit einer 28 hast du den in dem Fall aber auch tatsächlich problemlos gerissen. Und eine Athletikprobe gegen 20. Nico, würfelst du mir nochmal 2 Würfel? Ja, du kannst es nicht erkennen, ne? Ja. Nein. Warte, was haben wir? Eine 8 und eine 1. Das ist eine 9. Oh, das reicht, das müssen wir gar nicht neu würfeln. Tatsächlich, der schafft es, auf den Beinen zu bleiben. Der gibt zwei von sich, als du ihm von hinten in die Kniekehle haust. Kriegt 5 Schaden, habe ich ausgewürfelt. Mhm. Und er kriegt jetzt benommen für 20 Ticks, wenn er auf den Beinen bleibt. Für 20 Ticks, er ist also benommen jetzt von... Wo sind wir? Wir sind bei der 17. Das dauert eins länger. Gut. Dann... Damit bewegen wir Numidon auch. Was ist deine Waffengeschwindigkeit? Entschuldigung, sind 9. Ja. 9. Das heißt, wir bewegen Numidon 9 Felder auf der Tickleiste vorwärts. Dann ist jetzt als nächstes eigentlich Herr von Drinfurt dran. Domian von Drinfurt. Aber wir haben eine Nene, die nur darauf gelauert hat, dass der die Flöte aus seinem Futteral zieht. Der holt sie jetzt raus und du tust was? Nina hat einen einzigen nützlichen Move in diesem ganzen Manöver hier. Nämlich einen Windstoß, mit dem sie versuchen wird, ihm die Flöte aus der Hand zu stoßen. Mhm. Dazu zaubert sie Windmagie. Mal schauen. Nicht gut gewürfelt. 6 plus 10 sind 16. Und die Schwierigkeit des Zaubers ist genau 15. Erneut. Nicht, aber sehr sparsam. Nicht viel besser als notwendig. Aber so einen Punkt drauf, das kriegen wir hin. Ja, wie, auf welche Art und Weise wirkt Nene ihre Magie? Wie sieht das aus, wenn sie einen Windstoß auf ihn wirkt? Genau, wenn sie Windmagie wirkt, dann ist das deutlich... bewegungsreicher, bitte? Ich fragte, ob es fließend ist. Nein, fließend ist ihre Wassermagie. Ihre Windmagie ist sehr expressiv und mit sehr heftigen Gesten, so richtig schön superheldenmäßig. Und dann hoffen wir doch mal, dass es etwas bringt. Mhm. Das heißt, du möchtest in dem Fall nicht ihn zurückstoßen, sondern gezielt einen Gegenstand ihm aus der Hand stoßen. Ich finde, das ist eine schöne Idee. Und du schaffst es tatsächlich, ihm wird die Flöte aus der Hand gerissen. Er schaut sich verwirrt um, richtet dann die Augen auf dich und fängt an, sich nach der Flöte zu bücken. Er hat 5 Ticks dadurch verloren und wird erstmal 5 Ticks weiter gerückt, Nico. Vielen Dank. Moment, mein Zauber... Dein Zauber hat wie lange gedauert? 2 Ticks. Beziehungsweise... Bitte? Was... Plus auslösen. Plus auslösen. Das heißt 5 insgesamt. Genau. Wer liegt denn da bei der 18 rum? Der Söldner. Unser Gut. Freund, der Söldner. Unser Freund, der Söldner. Der hat angesetzt, sein Schwert zu ziehen. Das tut er jetzt. Das kostet ihn 5 Ticks. Und jetzt ist bei der 21 wer dran? Der andere Söldner. Oh, der andere Söldner, der... Kommt ja eigentlich aufs Abwartefeld, oder? Der kann aufs Abwartefeld, tatsächlich, ja. Warum ist der bei der 21 gelandet? Ich habe jetzt schon den Überblick verloren, seht ihr? Aber damit sind jetzt auf dem Feld... Wer liegt da? Das ist der Herr von Drinfurt und... Nene. Und Nene. Das heißt, ihr seid gleichzeitig dran, aber du bist sozusagen in der Reihenfolge knapp vor ihm auf das Feld gekommen. Das heißt, du darfst vor ihm jetzt wieder handeln. Er bückt sich gerade nach der Flöte, um die wieder aufzuheben. Das heißt, die Flöte ist von dem Windstoß nur quasi runtergeflogen?
Die Höhle ist nicht als groß. Die ist nur ein paar Schritte weiter geflogen und er setzt jetzt an, die 2-3 Schritte dahin zu machen und sie wieder aufzuheben. Wie weit bin ich von ihm entfernt? Du bist von ihm tatsächlich so 5 Schritt ungefähr entfernt. Das heißt also schon in dem Bereich, wo du in diese hinlaufen könntest und nur eine Bewegung dafür ausgeben. Dann würde ich versuchen, tatsächlich hinzulaufen und die Flöte quasi wegzutreten. Gut. Um die Zeit zu gewinnen. Dann bewegt sich Nene 5 Ticks weiter. Und der Herr von Drinfurt auch und landet wieder auf demselben Feld, als er ebenfalls zu der Flöte läuft und es ein kleines Wettrennen zwischen euch beiden wird. Ich kann das den ganzen Tag so weitermachen. Jetzt hat der Söldner ein Schwert in der Hand und kann wirklich was machen. Habt ihr den das braucht einen Tick länger, du hast recht. Er ist auf der 24 und da ist er nach Cederion angekommen. Das heißt, Cederion darf als erstes handeln, dadurch, dass er betäubt worden ist. Also der Söldner, nicht Cederion. Das sollte reichen, das ist eine 26. Eine 26, das ist ein Treffer. Ja. Dann mache ich 7 Schaden und sage, allerletzte Warnung. Von dir, Böschchen, lasse ich mir nichts sagen, du kleiner Schönling. So, deine Angriffsgeschwindigkeit? War doch mal relativ hoch, ne? Glaube ich, Moment. 8, ja. 8. 8 Schritte weiter. Ticks weiter für Cederion. Unser betäubter Söldner greift nun selber an und schwingt sein Schwert in dem Versuch, Cederion in irgendeiner Form Respekt beizubringen. Nico, würfelst du für mich wieder 2W10? Oh. Das sind eine 18. Au. 21, 31. Ja, das trifft natürlich. Das trifft. Nico, ein W6 plus 4 Schaden machen wir. Also 10 Punkte Schaden. Ja, das ist tatsächlich, der scheint eine vernünftige Ausbildung genossen zu haben. Das ist ein schneller Wechsel in eine andere Grundhaltung. Du kommst nicht ganz so schnell mit und es gibt auf einmal einen Vorstoß, der knapp an deinem Schild vorbeigeht und dir einen Streiftreffer an der Seite anbringt, der sogar deine Rüstung durchdringt. Mhm. Und er wird dabei 8 Ticks weitergerückt. Plus 1? 9 Ticks weitergerückt. Plus 2 übrigens eigentlich mitgenommen. Ich habe gerade mal in dieser Regel Kurzübersicht nachgeguckt. 10 Ticks weitergerückt. Sorry. Irgendwo im Hintergrund steht der Grafzahl. Passt auf, dass wir alles richtig machen. Damit sind wir jetzt bei der 25 und da ist Numidon wieder dran, wenn ich das richtig sehe. Ah, wenn er ein Knie hat, hat er auch noch ein anderes Knie. Was ist das Gleiche nochmal? Na klar, Zwerge sind dickköpfig. Okay, das heißt, du greifst wieder gegen seinen Körperverteidigungswert an. Wieder gegen die KW. Und du kriegst plus 1 wegen Überzahl. Genau. Dann sind wir bei 18. 18 ist ein knapper Treffer tatsächlich. So, Nico, wieder 2W10, um zu schauen, ob er diesmal auf den Beinen bleibt. Das ist eine 8 und eine 10. Das schafft er tatsächlich. Er bleibt auch dieses Mal wieder knapp stehen. Ja, insgesamt ist es eine 10. Die 8 und die 2. Genau. Ja, also du siehst, dass er wobbelt und ich nehme an, dass die Betäubung sich damit noch weiter nach hinten verschiebt. Also es gibt ab jetzt wieder die 20 Ticks, ne? Ja. Das heißt, ab jetzt 20 Ticks ab der 25. Wir versuchen uns das zu merken. Gut. Dann rücken wir dich, wie viel war es? 7? Deine Angriffsgeschwindigkeit? 9. Und der kriegt 3 Schaden übrigens. 3 Schaden. Wo sind wir jetzt? Da ist wieder Nene knapp vor Herrn von Drüdenfurt dran. Windstoß! Windstoß! Okay, du musst ihn erstmal. Wie ist lange ist seine Zauberdauer? 2 Ticks. Das heißt, wir rücken dich 2 Ticks vor. In den 2 Ticks greift er nach der Flöte. Das kostet. Er ist 5 hingelaufen. Er hebt sie jetzt an und versucht sie wieder an den Mund zu setzen. Das heißt, er wird 5 Ticks vorgerückt.
Und während er sie hochhebt, löst du jetzt den Windstoß aus, was dich wieder 3 Ticks kostet und gibst mir einen Wurf darauf, ob der gelingt. Jungs, wir machen das, bis sie keinen Fokus mehr hat. Ja, davon habe ich schon mehr als Lebenspunkte. So, ich habe eine 19 gewürfelt, also ein Triumph. Und mit meiner Windmagie zusammen sind das dann insgesamt 30. Fein. Du kannst die Flöte ja fast mit spielen. Ich wollte gerade sagen. Inzwischen hat sich eure Position auch so geändert. Du bist an ihm vorbeigeschlittert und wirfst jetzt den Windstoß in die andere Richtung und die Flöte fliegt mit einem hellen tatsächlich in einem regelrecht sichtbaren, weil du eine ganze Menge Staub damit aufwirbelst, Windstoß einmal durch die ganze Höhle und raus in den Gang, aus dem ihr gekommen seid. Dorian von Drinfurt steht da und starrt für einen Moment einfach ins Leere und schaut dann langsam zu Nene. Ich dreh dir den Hals um! Wo sind wir denn? Wer ist jetzt dran? Oh, schau mal. Herr von Drinfurt und wer ist jetzt noch alles auf dem Feld? Ich glaube, ich bin als Erster angekommen. Du bist als Erster angekommen, das heißt, du darfst auch als Erstes was machen. Ja. Dann greife ich wieder ganz regulär an oder mache ich einen Risikowurf? Wollen wir es langsam mal beenden hier? Ich will ja regulär an, keine Experimente, sonst ich will ja nicht, dass der dritte Akt zu einer Komödie wird. Treffe ich mit einer 18? Nein, tatsächlich nicht. Möchtest du einen von den Rerolls verwenden oder einen Splitterpunkt einsetzen? Ich setze einen Splitterpunkt ein, wenn ich dann treffe. Also ja, dann mit einer 21 triffst du tatsächlich. Ja, stimmt, dann setze ich einen Splitterpunkt ein. Genau. Bei Splitterpunkte kann man auf verschiedene Art und Weise verwenden. Jeder Charakter hat davon eine bestimmte Anzahl, meistens so zwischen 2 bis 4, je nachdem, wie der Charakter erstellt worden ist. Und man kann damit eine Probe um +3 erhöhen. Also, du greifst an, du triffst ihn, indem du deine Gabe als Splitterträger, als besondere Heldenfigur einsetzt. Ja, und ich mache durch Glück doch noch 7 Schaden und gehe 8 Ticks vor. Mhm. 7 Schaden, 8 Ticks vor. Der Herr von Drinfurt ist so erbost darüber, dass ihm die Gnomin mit ihrer Magie die Flöte aus der Hand gerissen und gänzlich aus dem Raum geschleudert hat, während du neben dir leise die Rattlinge jubeln hörst. Ja, 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 wir sind frei, Freiheit, Freiheit. Dass er nicht mal mehr eine Waffe zieht, sondern einfach nur mit bloßen Händen auf Nähen losgeht und tatsächlich versucht, ihr den irgendwie sie zu erwürgen oder zumindest zu packen zu bekommen. Er macht das alles nicht sehr kompliziert. Nico, gib mir doch mal einen Wurf. 2W10, während er versucht, waffenlos auf dich loszugehen. Was haben wir da? Das ist eine 6. Nein, ich setze einen von meinen Punkten ein, den würfeln wir doch mal neu. Das ist nicht gut genug. Das sieht doch schon deutlich besser aus, eine 14. Ist eine 19 ein Treffer gegen Nene? Moment. Ich habe Sternchen in meiner Verteidigung. Ich muss jetzt herausfinden, was es überhaupt heißt. Wahrscheinlich ob mit oder ohne Rüstung. Ah, okay. Ja, dann habe ich 20 tatsächlich. Und damit wäre es kein Treffer. Nee, ich setze meinen zweiten Punkt auch noch ein. Nico, wir würfeln diese Probe nochmal. Ich glaube, Meili will dich wirklich umbringen, Nicole. Nein, er will dich wirklich umbringen. Und ich werde diese Punkte benutzen. Eine 9 und eine 2, damit sind wir bei einer 11, ist immer noch nur eine 16. Gut. Er verschwendet 5 Ticks damit, hinter Nene herzuhaschen in dem Versuch, ihrer habhaft zu werden, aber sie duckt sich hinter jedem Einzelnen seine zugreifenden Hände weg. Ich habe so eine Gargamel-Szene vor Augen. Genau, ich habe auch so Bilder in meinem Kopf. So ein bisschen. Er hat tatsächlich auch was Lilanes an. Ich meine, es ist nicht ganz unpassend. Und ihm steht inzwischen, also die Zornesfalte auf seiner Stirn ist inzwischen sehr tief eingegraben und du siehst Adern an seiner Schläfe pochen. Du hast noch einen Punkt bekommen, Mario. Ich habe noch einen Punkt bekommen. Gut, vielleicht setzen wir den noch ein. Der Chat will dich auch umbringen, Nicole. Ja, ich merke das schon. Ich kann auch gehen. Eh spät. Wer ist jetzt wieder dran? Das ist, ich kann das Token nicht erkennen. Nene. Nene. Was möchtest du tun? Ich bin dran. Ich möchte weglaufen. Ja, sehr gut. Und zwar hinter Cederian und dem Zwerg. Und schreie dabei Hilfe. Schön. Das heißt, wir setzen dich 5 Ticks vor. So weit musst du dafür nicht laufen. Du musst nicht sprinten oder sowas, sondern bewegst dich einfach und rennst vor ihm weg. Jetzt sind wir bei der 4, beim Söldner und bei Numidon.
Wer ist da als erstes angekommen? Es müsste Numidon gewesen sein. Es müsste Numidon gewesen sein. Ja. Das heißt, du bist wieder dran. Tatsächlich ist ja jetzt hier der Herr von Drinfurt unserer Nähe nachgelaufen, ne? Ja, die hinter euch gerannt ist jetzt mit wehenden Haaren und großen dann Augen. Dann versuche ich jetzt, den zu Fall zu bringen. Wenn man den Chef legt, dann gibt vielleicht auch der Söldner auf. Gut, dann gib mir doch mal einen Angriff gegen den Dorian von Drinfurt. Du musst dann nur einen halben Schritt ungefähr zur Seite machen, während er an dir vorbeistürmt, ja, die Hände ausgestreckt und dem versuchen, ihn da zu packen. Da ziehe ich wieder mit dem Kampf mit beiden Händen so durch die Beine durch. Das heißt, du versuchst auch ihn zu Fall zu bringen. Na klar, gut. Umreißen ist stark. Ja, das stelle ich auch gerade fest, weil die Körperverteidigungswerte in der Regel immer niedriger ist. Das ist der alte Tipp. Die normale Verteidigung. So, das sind 14 und 1 für eine Überzahl sind 15, sind 25. Ja, den erwischst du. Nico, gib mir einen Wurf mit 2 W10. Wir schauen, ob er es schafft, stehen zu bleiben. Du hast gerade ein Tier bekommen für ein Bibo und Maggie. Was habe ich bekommen? In den Chat gucken. Ich habe noch einen Reroll bekommen. Oder was wolltest du mir sagen? Guck mal in den Chat. Ja, ich muss dafür hochscrollen. Beziehungsweise ich sehe es gerade nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine 8 und eine 6. Das sind eine 14 und das reicht insgesamt zusammen mit seiner Athletik. Der bleibt stehen. Aber er ist jetzt halt eben auch für Umreißen 20. Ist ganz schön schwach geworden. Ticks. Du hast einen Cheer bekommen. Einfach gut, Franz. Einen Cheer bekommen. Ja, mit einer. Ja, er kriegt aber trotzdem 3 Schaden. Mhm. Und einen schmerzhaften blauen Fleck am Schienbein. Und der ist jetzt benommen, ne? Mhm. Für 20 Ticks, für 2 Punkte. Gut. So. Das war Numidon. Der Söldner setzt einmal zumindest jetzt noch an, aber der hat schon tatsächlich einen Malus, den habt ihr so weit runtergeschlagen, dass er die... -4. Ja, und ich habe jetzt den Cheer gefunden und gelesen und ich finde es gut. Er hat jetzt eine -4 dadurch, dass er unter die Hälfte seiner Lebenspunkte gefallen ist. Wir rücken Numidon wieder vor, um die Höhe seiner Waffengeschwindigkeit. Das war eine 7 oder eine 8 oder eine 9? Eine 9, oder? Franz? Meine 9, ja. Eine 9. Der Söldner ist dran. Der versucht ein letztes Mal noch gegen Cederion vorzugehen. Nico, wieder 2W10, das Übliche. Was haben wir? Ach nö. Eine 10 und eine 6. 16. Sein Wert mit einem, das sind insgesamt 30, 4 wieder runter, 26. Ja, trifft natürlich ist, trotzdem. Ist ein Treffer, nicht wahr? Dann 1W6 plus 4 Schaden. Ich glaube, Nene muss gleich Schaden mal Cederion heilen. Gegen Cederion. Sag ich. Und er wird 10 Ticks vorgesetzt, weil er weiterhin noch betäubt ist bei der 4. Ab jetzt nicht mehr. Ich glaube, bei der 5 waren wir aus den 20 raus oder spätestens bei der 15 sind wir aus der Wirkungsphase raus. Puh. Jetzt, das sieht für mich aus wie der Herr von Drinfurt. Mhm. Und das andere ist wieder Nene. Ja. Gut. Der Herr von Drinfurt versucht weiterhin Nene zu erhaschen und ignoriert den Zwerg, der ihm gegen das Knie geschlagen hat. Der ist fixiert darauf, sie zu erwischen. Gib mir 2W10, Nico. Ja, da gebe ich nochmal einen von meinen Punkten für aus. Das würfeln wir nochmal. Das ist ja erbärmlich. Es ist schon deutlich besser. Das ist eine 12, eine 17. Das ist immer noch kein Treffer. Er ist tatsächlich offensichtlich. Ja, es gibt einen Grund dafür, dass er Söldner hat. Also, das heißt, es wird tatsächlich gerade ein bisschen albern. Er versucht weiter, sich um die Kämpfenden herumzuducken oder Numidon vorbei, während Nene sich von ihm wegduckt und von ihm gehasht wird. Er wird 7 Ticks vorgeschoben. Dadurch, dass er betäubt ist, dauert das länger, der Versuch, sie zu erwischen. Was macht Nene? Nene versucht draußen in diesen Gang zu laufen, um die Flöte an sich zu nehmen. Mhm. Das sind 5 Ticks fürs Laufen. Und dann wären es 5 Ticks, um sie, also um sie aufzuheben, nicht, aber wenn du sie tatsächlich zum Spielen benutzen willst, wären es 5. Das ist jetzt die Frage. Willst du sie nur aufheben? Oder willst du sie tatsächlich verwenden? Ja? Uli, was hast du gesagt? Du bist direkt wieder dran, ne? Weil wir alle so weit vorgeholt haben. Naja, nach allem, was wir über die Flöte wissen,
Heißt du, dass ich jetzt eine Rattlingsarmee? Wenn du eine Rattlingsarmee willst, gut. Es kostet 5 weitere Punkte, sie tatsächlich zum Spielen zu verwenden. Ja, tun wir das doch mal und gucken, was passiert. Gut. What could possibly go wrong? Ja, what could possibly go wrong, genau. Was möchtest du denn spielen? Einfach nur oder irgendwas Bestimmtes? Was uns der Großväterchen gesagt hat. Genau, stimmt. Die Melodie, die das Großväterchen uns vorgepfiffen hat, versuche ich nachzubilden mit dieser Flöte. Okay, gut. Ich würde sagen, Redegewandtheit ist ja auch dafür, irgendwie einen Vortrag zu halten. Redegewandtheit oder Fingerfertigkeit, welches du davon lieber benutzen möchtest dafür? Dann Redegewandtheit. Soll ja artistisch werden. Sprich mit der Flöte. Ich spreche durch die Flöte. Ja. So, ich habe eine 18 gewürfelt, ich habe 11 in Redegewandtheit, dann sind wir bei 29. Bei 29. Tatsächlich, das war ja keine komplexe Melodie und nach ein, zwei Ansätzen merkst du, wie die Flöte gestimmt ist und du siehst, wie die Ohren von den Rattlingen anfangen zu zittern und dann ihre Schnurhaare und sie alle erwartungsvoll in deine Richtung schauen. Und was tust du dann? Während du spielst, du hast das Gefühl von einem aufmerksamen Lauschen. Die starren alle in deine Richtung, haben die Ohren aufgerichtet, sind erstarrt in ihren Handlungen. Wenn sie mir folgen, dann spiele ich jetzt Rattlingfänger und führe die Rattlinge raus, während das Kampfgetümmel gerade alle damit abgelenkt sind. Gut. Das Spielen und ihnen sozusagen die Anweisung geben, kostet dich 10 Ticks. Und kannst die Rattlinge mitnehmen, genau. Die fangen an, leise und vorsichtig um den Kampf herum mit starren Augen hinter Nena aus dem Raum zu tappen. Aber es reagieren nur die Rattlinge drauf? Nur die Rattlinge, ihr nicht. Und auch die Hunde nicht? Nein, die Hunde sind weiter an der Kette und bellen wütend vor sich hin. Gut, damit haben wir Nena weitere 10 Punkte vorgeschoben zusammen mit ihren Rattlingen. Darf ich einen Arcane-Kunde-Wurf machen, um zu gucken, was da gerade abgeht? Ja. Kannst du gerne machen. Okay. Was du gerade zu tun hast, wie zum mir zu helfen. Ja, aber ich kann ja, ich beobachte das. 30. Ja. 30. Das ist eine... Hus wird gefragt, hat Mayri den Nachteil der Flöte auf dem Schirm? Sagen wir so, einige Dinge sind auch ein bisschen vereinfacht. Entschuldigung, es kostet aber tatsächlich Fokus. Das ist zumindest eine Sache, die wir vielleicht noch anmerken sollten. Ich hoffe, du hast noch 8 Fokus übrig, nachdem du rumgezaubert hast. Ja. Gut. 8 Fokus dafür, Leute zu bringen, dass sie etwas machen, was sie nicht direkt in Gefahr bringt. Und? Der Fokus ist aber kanalisiert. Solange ich die spiele. Richtig? Kanalisiert gibt es nicht in der Anschlagbox. Doch, gibt es. Hier, bei hier steht nur 8 Fokus, da steht nichts von kanalisiert. Ja, die sind also direkt weg. Ja, passt. Gut. Arcane Kunde von Franz. Das, ich meine, es ist relativ offensichtlich. Diese Flöte ist ein Artefakt, das Zuhörern ihren Willen aufzwingt. Und du würdest sagen, das ist durchaus auch wechselbar. Das könnte auch durchaus funktionieren, ohne dass man nur für Rattlinge spielt. Und du würdest eher sagen, es liegt daran, dass Nene überzeugt davon war, dass sie für die Rattlinge spielt, dass es auf sie gewirkt hat und euch verschont hat. Und ich meine, die Geschichte sprach von einer Fee, die damit ihre Rache geübt hat. Das heißt, du hast auch eine gewisse Vorstellung davon, wo dieses Artefakt ursprünglich hergekommen sein mag. Es ist auf jeden Fall eine ziemlich mächtige und gefährliche Beherrschungsmagie, die da in dem Ding innewohnt. Und ich weiß nicht, wie gut du Nene kennst, aber vielleicht sollte man sie ihr das nicht einfach so überlassen. Ja, und vielleicht sollte man sie nachher wieder abnehmen. Unter Umständen. Ja. Gib das mal jemanden, der da gut drauf aufpasst. Gut. Du meinst, wir tun es in deinen Beutel und findet es eh nie irgendwer wieder? Oder? Irgendwo zwischen den ganzen Scherben und den Wachsresten wird dann diese unglaublich wertvolle Flöte. Das gehört in ein Museum. Gut. Wir sind bei einer 10. Ich sehe da einen Marker liegen. Und ich glaube, das ist ein Held. Ist das Cederion? Gut. Bei der 10 liegt noch was, oder? Ja. Cederion. Ja. Dann haut sie den nochmal auf die Seite. Ich meine, irgendwann muss er immer umkippen hier. Ja.
15, 28. Das ist ein Treffer. Endlich mal Schaden. 10. Er geht jetzt endlich auf ein Knie nieder, lässt das Schwert fallen mit einem lauten Klirren, hebt die Hände und sagt, fein, fein. Das ist es dann doch nicht wert. Geht doch. Ich ergebe mich euch. Ja, dann schlage ich natürlich nicht mehr weiter drauf. Gut. Das waren wieder 8 Ticks. Die Cederion dafür verbraucht hat zeitlich. Damit ist Numidon als nächstes dran. Der Dorian von Drinfurt dreht sich gerade in der Höhle ein bisschen um seine eigene Achsel und schreit vor Wut, als er sieht, dass seine Arbeiter an ihm gerade vorbeiflanieren in die Richtung von Nene. Und sein Blick fällt so auf die Hunde, die noch an der Wand angekettet sind. Was möchtest du tun, lieber Numidon? Ich möchte ihn auf jeden Fall stoppen, bevor er zu den Hunden kommt. Mhm. Und deswegen stürme ich auf ihn los. Versuche ihn wieder von den Beinen zu holen. Ich meine, irgendwann muss es ja mal klappen. Irgendwann muss, okay. Gut, das heißt, wieder ein Wurf gegen seine Körperverteidigung. Und wieder ein Triumph. Aber ich glaube, das ist ja nie das Problem zu treffen, sondern nur, dass sie dann stehen bleiben. Ja, also ich habe 30. Damit werde ich wohl sein KW übertroffen haben. Ja. Wir versuchen, ihn auf den Beinen zu halten. Mhm. Und Nico, 2W10 bei dem Versuch, dass er nicht umfällt. Was das hat er? Eine 16. Ich gebe einen Splitterpunkt aus, um mein Mondzeichen oben des schwarzen Mondes zu aktivieren und dich zu zwingen, einen Wurf zu wiederholen. Gut. Nur minimal schlechter geworden. Eine 14. Der bleibt stehen, du machst ihm aber Schaden. Er hat inzwischen eine Menge blaue Flecken an den Schienbeinen. Fünf Schaden. Gut. Kann ich kurz einen kurzen Satz rufen? Ja, das kannst du gerne. Grünwort, gebt auf, sonst ist es euer Ende. Ja. Ihr habt nur 2 Beine. Gebt mir einen Wurf auf Redegewandtheit und ich versuche mit seiner Entschlossenheit gegenzuhalten. Ich mache ich einen Risikowurf? Ja, komm. Das könnte der Moment sein, wo du in dem Lied den Gegner allein durch die Macht deiner Stimme und durch deine Präsenz. Patzer. Oder du verkackst. Ja. Du setzt an. Drinfurt, hört auf. Oder das wird euer Ende sein. Haben wir nicht auch noch einen Reroll? Haben wir noch einen Reroll? Oder? Nein, ihr habt noch, ja. Ich glaube, ihr habt noch einen. Dann nimmt der Cederion jetzt den Reroll. Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, denke ich. Ich muss, glaube ich, dann aber immer noch einen Risikowurf machen. Ne? Ja, wir bleiben bei dem Risikowurf. So war das gar nicht. Als jemand die Geschichte erzählt, Moment, so war das gar nicht. Ja. Eigentlich. War überhaupt nicht so, genau, so. Das war jetzt nicht kein passender Moment. Ich bin jetzt 29. 29. Nico, 2W10 von uns. Kriege ich noch meinen Bonus, weil ich den Herrn von Drünfurt schon mal eingeschätzt habe und weiß, wie ich mit ihm umgehen muss? Ja. 31. Und Splitterpunkt 34, so. 14. Und noch ein halber Aal. Seine Entschlossenheit ist eine 15. Wir sind bei einer 29 und müssen uns knapp Cederion geschlagen geben. Er senkt die Hände, dann langsam den Kopf. Ja. Schön. Und jetzt? Jetzt werden wir der Baronin einen Besuch abstatten. Wir werden euch bei ihr verantworten. Wir können doch sicherlich da zu einer anderen Einigung kommen. Der Tunnel ist gerade eben fertig. Wir sind in diesem Moment so weit, dass wir in die Kammer vorstoßen können, die unter der Burg verborgen ist. Es ist, gut, ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, was hier vor sich geht, aber es gibt einige Anlagen unter Drinfurt, die so alt sind, dass die meisten Leute sich nicht mehr der Tatsache bewusst sind, dass diese Kammern existieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dort noch Reichtum eingelagert ist, von dem meine liebe Cousine überhaupt nichts mehr weiß. Wir könnten da doch sicherlich eine Übereinkunft treffen. Ein bisschen was für euch, das meiste für mich. Und die verdammte Gnomin hört endlich auf meiner Flöte zu spielen! Wir spielen noch lauter. Edler Herr von Drünfurt, ich weiß nicht, ob euch dieser Siegelring etwas sagt. Ich bin ein Schwertrichter des Kaisers. Ich lasse mich sicherlich nicht mit irgendwelchen Schätzen. Fein, halb, halb. Sehe ich so aus, als ich drehe mich jetzt tatsächlich zu Müllern. Sehe ich so aus, als würde ich verhandeln?
Nein, aber es sind mildernde Umstände, dass er uns auf diese wichtigen archäologischen Funde hingewiesen hat. Das werden wir in der Verhandlung, wenn über ihn gerichtet wird, zu seiner Verteidigung anbringen. Das ist nur recht und billig. Herr von Rundfurt, ich empfehle euch, dass ihr gegenüber eurer Cousine völlig auspackt und euch eurer Gnade ausliefert. Vielleicht ist sie dann diejenige, die euch Gnade gewährt. Ich schätze mal, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich nicke jetzt übrigens dem einen Söldner zu, der sich rausgehalten hat und sagt, du kannst gehen. Das gefällt mir. Nichts für ungut. Und verzeiht mir, wenn ich auch hoffe, dass wir uns nicht wiedersehen. Der drückt sich an den Hunden vorbei, die immer noch kläffend an ihren Ketten zerren, aus der Höhle raus, setzt erst an, in die Richtung von Nene zu gehen und geht dann in die andere Richtung, gebückt durch den Tunnel. Ich würde sagen, an der Stelle können wir das Ganze jetzt langsam fertig aufrollen. Es läuft darauf hinaus, dass ihr den Derion von Drünfurt seiner Cousine vorführt, die dann selbstverständlich auch sich die Zeit dafür nimmt. Und es stellt sich auch heraus, er hat tatsächlich einen Tunnel graben lassen zu einer Kammer unter der Burg, in der ein paar Kisten sind, in denen ein paar Kleinigkeiten liegen, aber die schon vor sehr langer Zeit ausgehoben wurden. Das heißt, all das war für die Katz. Eure Charaktere, so ihr die denn weiterspielen würdet, aber das war hier quasi ein One-Shot, um einfach mal ein bisschen zu zeigen, wie es funktioniert, würden jetzt tatsächlich 10 Erfahrungspunkte bekommen, weil ihr nicht nur die Sache aufgelöst habt, sondern auch tatsächlich den Rattlingen geholfen und einen von Hunden zerbissenen Rattlingen geheilt habt. Kurz dazu, es waren, wie gesagt, ein bisschen teilweise abgewandelt und im Kampf jetzt auch einfacher gemacht. Ich habe entschieden, dass die Hunde erstmal angeleint sind und das heißt, erstmal jemand die Hunde losmachen würde. Und da Uli von den Söldnern direkt mit großartiger Überredungskunst dazu gebracht hat, keinen Finger mehr zu rühren in diesem Kampf, was natürlich auch Spielleitungsentscheidung beziehungsweise im Dialog mit den Leuten eine sinnige Entscheidung zu treffen ist, war es dann doch deutlich einfacher. Außerdem gefiel mir das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nene und dem Herrn von Drünfurt um die Flöte. Das fand ich ausgesprochen schön. Es war mir eine Freude, mit euch zusammen zu spielen. Das war die etwas gekürzte und ein bisschen vereinfachte Version von der Rattenfänger von Drünfurt, was das erste Abenteuer in dem kleinen Abenteuerband hier drin ist. Und auch gänzlich neu ist, weil ja das ursprüngliche das Kettenrasseln, was mit Untoten direkt schon ziemlich viel Horror aufgefahren hat, ausgelagert wurde. Und eine andere Zukunft schaut nun. Dürfte ich noch 2 Sachen? Selbstverständlich. Erstens, ich würde der Baronin, wenn wir dann mal mit ihr reden, auch tatsächlich vorschlagen, dass sie einen offiziellen Rattlingsvogt einsetzt, der sich um eine allgemeine Lösung dieser ganzen Sache kümmert. Also, dass nicht immer jeder mit einer einzelnen Familie das behandelt, weil ich glaube, das wäre für alle Beteiligten, auch für die Rattlinge besser. Und zum anderen würde ich auch gerne wissen, zu was wird denn der Herr von Drünfurt verurteilt? Sekunde, ich schau mal nach, ob da dann was steht, was mit ihm passiert. Nein, der wurde nicht getötet. Hier wird der Baronin vorgeführt. Oh, es gibt tatsächlich ein Urteil. Hier sind Vorlesetexte. Jetzt können wir, ich habe sie bisher ja noch nicht verwendet, aber wir können jetzt einmal ganz, ganz oldschool den Vorlesetext zum Abschluss des Abenteuers lesen. Nachdem die Baronin euren Bericht gehört hat, vergeht wenig mehr als eine Stunde, in der der Ausrufer durch die Stadt eilt und wichtige Ansprache ankündigt. Sofort versammelt sich die Drünfurter auf dem alten Marktplatz und die Baronin tritt mit euch, den gefangenen Schurken sowie Trissa und den Rattlingen vor das Volk. Schließlich erzählt die Baronin den Versammelten, warum die Stadt verdreckte, wie Dorian die Rattlinge zwang, einen Tunnel in ihre Burg zu graben und wie es euch gelungen ist, die versklavten Arbeiter zu befreien. Wir haben in den letzten beiden Wochen gelernt, welche wichtige Aufgabe euer Volk für diese Stadt leistet, sagt Carina zu den Rattlingen mit einem kleinen Seitenblick zu Cederion. Dafür schuldet euch Drünfurt mehr als nur Dank. Sie beginnt zu applaudieren und nach einem Moment tun es ihr die Bürger nach. Schließlich wendet sich die Baronin Dorian zu. Was euch angeht, so sollt ihr euch in den tiefsten Kerker der Stadt werfen. Allerdings hat Trissa eine bessere Idee. Grinsend treten Rickan und 2 weitere Rattlinge vom Rand des Platzes vor. In ihren Händen halten sie Schaufel und Besen, die sie den Gefangenen übergeben. Ans Werk, sagt die Baronin. Sobald die Stadt wieder sauber ist, dürft ihr sie als freie Männer wieder verlassen. Ist eigentlich ziemlich milde. Ja. Eklig. Ranter, ne? Aber vergleichsweise mild. Ja, ne, ist ein Adliger, das kann man nicht direkt so machen.
Ich finde, Carina zu den Rattlingen klingt schon wie ein Adelsname. Carina zu den Rattlingen. Sagte Carina zu den Rattlingen. Die Tür schreibt, Klatschen für systemrelevante Berufe kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, wann das Abenteuer geschrieben wurde, aber die Box war jetzt tatsächlich eine ganze Weile in Arbeit, sodass ich vielleicht auch sagen würde, es muss nicht zwingend eine Anspielung sein, dass wir für die Müllabfuhr klatschen und für die systemrelevanten Berufe. Oder es ist vielleicht einfach eine Anspielung daran, dass einer die effektivsten Streiks in der Geschichte der Streiks, die immer von der Müllabfuhr waren, die auch New York in den 70ern, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen oder so die Knie gezwungen haben, weil niemand in dieser verdammten Stadt leben wollte, sobald niemand mehr den Müll wegbringt. Wir haben die allerwichtigste Sache noch vergessen. Das Lied. Ist unser Lied. Euer Lied. Tatsächlich, es wird euch dann versichert, es wird ein Lied geben. Es wird sogar aufgeführt auf der Bühne und zwar von angesehenen Bürgern der Stadt. Rickern und eine Gruppe von Rattlingen tun sich zusammen. Sie haben sich von der Schaustelltruppe eine ganze Reihe von verschiedenen Werkzeugen dafür geliehen. Du siehst, dass jemand ein Pappmaché-Schild hat, auf den jemand einen grünen Hirsch gemalt hat, relativ grob, und der sehr aufrecht geht und offensichtlich Cederion sein soll. Und dann beginnt der ganze Vortrag. Rickern tritt vor und beginnt zu pfeifen und zu quietschen und zu keckern und zu singen. Auf Rattlingisch. Ich denke mir selber nur, spricht einer von euch Rattlingisch? Aber es klingt episch. Oh, ich glaube, ich habe meinen Namen gehört. Ja. Ja. Fiderion. Ja. Am Ende applaudieren wir natürlich höflich. Es ist ungefähr eine Dreiviertelstunde langer Vortrag, der auch damit endet, dass tatsächlich auf Rattlingisch der Rattling Cederion eine lange Rede hält, worauf für die Bösen offensichtlich sich eines Besseren besinnen, die Waffen niederliegen, während im Hintergrund Rattling Nene mit einer Flöte spielend eine ganze Reihe von jubelnden Rattlingen in die Freiheit und das Licht führt und Rattling Numidon allen Leuten die Kniescheiben bricht. Das scheint sie sehr beeindruckt zu haben. Und die Nicht-Rattling-Bürger drumherum sind teilweise ein bisschen weggedriftet. Aber ihr habt auch eine große Menge an Rattlingen, die wieder an der Oberfläche sind, die sehr, sehr begeistert anfangen zu klatschen, zu pfeifen und zu johlen und Essen auf die Bühne werfen, was offensichtlich unter Rattlingen als ein Kompliment gilt, weil das sofort aufgesammelt wird und sich dann ein großer Haufen von denen zusammensetzt und gemeinsam anfängt zu essen und zu schmausen und auch euch dazu einladen, dazu zu kommen. Wenn ihr euch dafür nicht zu fein seid, wird auf jeden Fall eine sehr bunte Mischung an verschiedensten Nahrungsmitteln gereicht. Und jetzt sind wir am Ende. Das Wichtigste ist geschehen. Es gibt ein Lied über das Geschehen. Eine epische Aufführung, leider gänzlich in einer Sprache, die ihr nicht versteht. Aber hey, vielleicht treffen wir irgendwann mal auf andere Rattlinge, die das Lied gehört haben und die uns dann töten wollen. Ja. Rattlings Hinterhalt so, Moment, das sind die aus dem Lehen. Hey, bist du Cederion? Ja, ich bin Cederion. Das ist der Kniescheibentrümmerer. Nein, die greifen mir besser nicht. Nein, die sind viel zu gefährlich. Und das ist die große Befreierin. Spielt für uns auf der Flöte. Die hat die Flöte. Die können wir sowieso nicht besiegen. Die Flöte wird übrigens wieder eingezogen. Also insofern, nee, die nicht irgendwie geschickt oder auf magische Art und Weise verschwinden lässt, wird sie euch abgenommen. Fein. Es war mir ein Vergnügen. Meine ersten Gehversuche als Spielleitung bei Splittermond. Man sehe mir bitte zwischendurch ein kurzes Rudern bei 1-2 Regeln-Dingen nach. Es war ein langer Tag. Und es ist das erste Mal gewesen, dass ich es geleitet habe. Aber ich denke, die Leute haben zumindest, falls sie vorher noch keine Ahnung von Splittermond hatten, gesehen, wie die Tickleiste funktioniert und wie die eine ganz andere Dynamik in den Kampf reinbringt, als es ein Rundensystem tun würde. Wo zum Beispiel es dann halt eben ein permanentes um die Flöte herumtanzen gibt, weil die Leute immer wieder auf demselben Feld landen und sich dann gegenseitig versuchen, das Ding wegzunehmen. Es ist, persönlich gesagt, nicht das einfachste System für Einsteiger. Man muss schon selbst in der vereinfachten Version für die Einsteigerbox tatsächlich eine Menge verschiedene Dinge im Blick behalten und wissen, wie was wo funktioniert. Zum Beispiel auch wissen, was ihr natürlich als vorbildliche Spieler getan habt, wie was für Meisterschaften ihr verwenden könnt und was für Vorteile ihr habt aus unterschiedlichen Hintergründen. Am Ende hat alles funktioniert und ich glaube, wir haben nur 1-2 Mal einen Tick irgendwo vergessen oder die Betäubung einen Tick zu wenig ausgespielt. Insgesamt hat es, denke ich, ganz gut funktioniert. Meine Leiste tickt meistens nicht ganz richtig, sagt der Chat. Gerne geschehen. Ich hatte Spaß. Ihr seid ihr Leute, mit denen ich immer gerne zusammenspiele. Ja, ich freue mich, dass ich mal nicht
leiten musste. Nein, ich leite ja gern, aber ich wollte ja auch mal bei dir spielen. Es ist, also auch, es ist schön, einfach mal sich zurückzulehnen und spielen zu können und jemand anders den größten Teil der Vorstellung geben zu lassen. Gut, das war's mit unserem Let's Play von der Splittermond-Einsteigerbox. Das war das erste Abenteuer aus Verschworen, was dieses Heftchen aus der Box ist. Das offensichtlich zu nah an meinem Greenscreen ist am Rand und deswegen teilweise durchsichtig. Das ist das Babyblau, das ist zu nah an einem Grün. Und ich habe auch vorhin gesehen, es ist erfolgreich unsere Verlosung zu Ende gegangen und die Box wurde verlost und ich glaube, es besteht schon Kontakt oder zumindest wurde aufgefordert und die Person weiß, dass sie uns anschreiben soll, damit tatsächlich ein Einsteiger bekommen, wenn ich das richtig im Chat gelesen habe. Passend. Es haben aber auch ein paar andere Leute gefragt, ob sie, falls sie sie gewinnen, sie weiter verschenken können, beziehungsweise jemand anders spenden, weil sie selber schon in Splittermond drin sind. Oh, vielen Dank für die Abos, Mrs. Shen. Das ist Evie. Das ist übrigens Nomidon mit der offiziellen Illu aus dem Abenteuer. Ja. Das reicht immer fast genauso schön, Franz. Ja, finde ich auch. Ich mag seine Tunika. Sie ist... Sie ist aus der Tunika-Oase. Nein, jetzt höre ich auf. Okay, es ist schon spät.